Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam meinen Büchermonat September an, in dem ich 13 Bücher gelesen habe. Ja, definitiv weniger als bei mir eingezogen ist, denn es sind ja 22 Bücher, glaube ich, eingezogen. Und 13 Bücher habe ich gelesen. Ist aber absolut in Ordnung, absolut im Rahmen und ich mache mir da auch gar keine großen Gedanken. Der Sub wächst und wächst und das ist tatsächlich auch gut so. Ja, 13 Bücher habe ich gelesen. Es waren 3 haptische Bücher, 5 E-Books und 5 Hörbücher. Hier ist zumindest so ein bisschen dieses 50-50 aufgegangen. Es waren tatsächlich relativ wenige haptische Bücher, was mich selbst ein bisschen gewundert hat. Aber das finde ich gar nicht weiter schlimm. Insgesamt 4.235 Seiten gelesen und 2.829 Minuten gehört, was so unter 50 Stunden war. Ich glaube, es waren irgendwas 47 irgendwas Stunden, was tatsächlich relativ wenig war, so im Vergleich der letzten Monate, was ich aber auch nicht schlimm fand. Durchschnittlich sind wir bei 141 Seiten pro Tag. Auch das finde ich durchaus nachvollziehbar. Es gab 3 Tage im Monat, wo ich gar nicht irgendwie groß zum Lesen kam, nur ein bisschen zum Hören. Und es gab 2 Tage, an denen ich gereist bin, wo ich relativ viel gelesen und gehört habe, was es dann auch einfach wieder so ein bisschen ausgeglichen hat. Aber ja, finde ich gar nicht schlimm. Ich war noch viel im September draußen, habe das schöne Wetter genutzt. Der Spätsommer hat hier definitiv zugeschlagen und hat hier so mein Sommerkindherz sehr aufblühen lassen. In der Sternenvergabe sind wir bei 3,62 und ja, so tendenziell würde ich schon sagen, es waren einige 4-Sterne-Bücher dabei, es war auch ein Highlight-Buch dabei, allerdings auch ein Buch, das ich abgebrochen habe. Ansonsten eher so okay, also definitiv schon ein bisschen besser als okay, also man spürt die Tendenz zu den 4 Sternen, aber ja, ich bin durchaus zufrieden mit den Büchern des Monats und auch der Sternenvergabe. Ich habe in diese Bücherwoche ein bisschen gestückelt, weil ich die erste Oktoberwoche im Urlaub war, was ich nicht so vorher groß bekannt gegeben habe. Ich glaube, auch im September-Vlog spreche ich da noch gar nicht groß drüber. Und wobei, das könnte jetzt vielleicht durchaus sein, weil das liegt noch vor mir, der Abschluss des Vlogs. Aber ihr seht den erst später, weil ich das nicht mehr geschafft hätte zu schneiden. Also ich bin direkt am 1. weggeflogen und habe deswegen ein bisschen gestückelt, sodass ich heute am Freitag noch diese Passage hier drehe und dann auch noch schneide und dann alles zusammenfüge, sodass ihr dann jetzt heute das Video habt. Ich hätte es sonst in dem großen Umfang einfach nicht geschafft, noch an dem Samstag sozusagen zu schneiden, beziehungsweise auch die Woche nach meinem Urlaub ist so ein bisschen geprägt von 2, 3 Dingen und wo ich dachte, ob du da so wirklich zum Drehen kommst, ob du da die Muse hast. Deswegen seht ihr mich jetzt noch ein bisschen blasser, wie ich dann vielleicht danach, nach meinem Urlaub sein werde und dann vielleicht im Oktober-Vlog, wie ihr das sehen könntet. Ich glaube, das ist dann tatsächlich, ja, wahrscheinlich so das Video, wo ich dann braungebrannt aus dem Urlaub wiederkomme. Es wird auch einen kleinen Ägypten-Vlog geben, der dann wahrscheinlich übernächste Woche kommen wird. Nächste Woche wahrscheinlich der Vlog, übernächste Woche dann Ägypten. Also lasst euch da dann gerne ein bisschen mitnehmen. Also wundert euch nicht, warum es jetzt tatsächlich 2 Extra-Clips sind. Ich wollte einfach innerhalb des Monats immer mal jede freie halbe, dreiviertel Stunde nutzen und schon ein bisschen drehen und schneiden und dass ihr das Video jetzt sozusagen habt, ohne dass ich mit meinem Urlaub irgendwie in den Stress gerate. Bücher verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Da kennzeichne ich auch immer, was ein Rezensionsexemplar ist. Ich habe auch die Zeitstempel immer eingetragen. Also wenn euch irgendein Buch vielleicht nicht so interessiert oder besonders interessiert, dann könnt ihr da auch ein bisschen rumspringen. Also schaut sehr gerne auch in die Infobox. Da verlinke ich auch, denke ich, so das ein oder andere Video oder den ein oder anderen Hinweis oder wenn ein Buch eine Empfehlung war. Also schaut da gerne auch mal vorbei. Und ja, jetzt starten die ersten Bücher, ich glaube, von Buch 1 bis Buch 9 und dann sehen wir uns auch direkt mit den letzten 4 Büchern wieder. Beginnen wir also mit den ersten 5 Büchern des Monats und ja, gestartet bin ich mit Menschen, die wir noch nicht kennen, von Freya Samson, ein Rezensionsexemplar, was mich sehr, sehr angesprochen hat. Ich hatte von der Autorin auch schon die letzte Bibliothek der Welt gelesen und fand es damals ganz okay. Mich hat aber hier diese Idee sehr angesprochen, um was es in diesem Buch geht. Denn wir treffen in einem Bus der 88er Linie in London auf Libby und Frank. Frank fährt sehr regelmäßig mit dem Bus und ist auf der Suche nach einer Frau, die er vor sehr vielen Jahren im Grunde getroffen hat, die in diesem Bus auch gefahren ist und mittlerweile ist er über 80 und hat die Hoffnung nicht aufgegeben, sie doch nochmal zu finden. Libby ist 29
25 Jahre jung und gerade frisch getrennt und auf der Suche nach sich selbst und ihrem Leben und ihrer neuen Aufgabe. Und ja, dann trifft sie eben Frank in diesem besagten Bus und will ihm dann eben auch bei der Suche helfen, weil sie das super romantisch findet und ja, überhaupt all, was sich in diesem Bus so ein bisschen abspielt. Ja, Frank fragt sich eigentlich so sein ganzes Leben, was wäre gewesen, wenn? Also gerade dieses, wenn ich sie damals angesprochen hätte, wenn ich sie irgendwann wieder gefunden hätte. Und das ist eine Frage, die sehr zentral in seinem Leben eine Rolle spielt. Und wir begleiten auch Peggy. Das ist im Grunde ein bisschen auch die Ich-Erzählerin, die uns ja ganz schön lange auch so ein bisschen im Geheimen mitnimmt und dann aber doch eine relevante Rolle tatsächlich so ein bisschen spielt. Ich fand die Geschichte sehr berührend, ich fand sie sehr emotional. Sie hat mich ja auch an vielen Stellen wirklich mitgenommen und ja auch so ein bisschen wohlig und ja einfach gefühlsduselig sozusagen zurückgelassen. Ich mochte auch den Schreibstil sehr gerne, es war sprachlich sehr angenehm zu lesen. Mir war es jetzt weißt du zu den Kritikpunkt, mir war es doch ein bisschen zu kitschig an manchen Stellen und mir war es auch ein bisschen flach. So ein klein wenig. Der Schreibstil war wirklich sehr locker, er war sehr leicht, man kam gut in dem E-Book, also was es in meinem Fall war, in dem Buch voran. Man ist wirklich auch so durch die Kapitel geflogen. Ich fand das wirklich sehr angenehm, sehr schön. Die wichtigen Themen sind so ein bisschen Freundschaft, die Liebe, natürlich auch Träume. Ja, auch egal, ob diese möglich sind oder nicht, aber dass man einfach auch mal einem Traum nachjagt, wo man vielleicht selbst schon weiß, naja, ha, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Und es wird alles sehr schön miteinander verwoben, ergibt eine schöne, runde Geschichte und auch wenn vieles so ein bisschen vorhersehbar ist, was ich schade fand, ja, war eben auch so ein bisschen dieses Gefühl einfach schön. Es war so ein wohliges Gefühl, es war so ein Wohlfühlroman. Er hätte für mich aber ein bisschen tiefgründiger sein können. Ich hatte es bei dem Thema schon mit mehr Tiefgang auch einfach erwartet. Es war an vielen Stellen doch ein bisschen flach und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil ich es gerne so ein bisschen auch die Handlungen, die Gefühle, die Emotionen, wenn sie eher in den Kitsch abgedriftet sind, hätte ich sie mir einfach ein bisschen tiefer gewünscht. Ja, gerade dieses Abdriften, wo es dann wirklich sehr kitschig wurde, dachte ich, ja, es war mir persönlich einfach ein bisschen viel. Auch so ein bisschen das gut-böse Bild war hier schon sehr schwarz-weiß und war sehr offen und einfach gezeigt. So ist das Leben in der Regel aber eben einfach nicht, dass das immer so ganz klar ist. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, wie uns London gezeigt wurde. Ich fand das richtig, richtig toll, dass man eben über das Busfahren so ein bisschen was von London gesehen hat, miterlebt hat und das eben auch wirklich wunderbar wahrnehmen konnte. Und ich habe, obwohl ich kein Freund von öffentlichen Verkehrsmitteln bin, auch das Busfahren hier als sehr entspannt wahrgenommen, was ich mir beim Busfahren und eigentlich in London so gar nicht vorstellen kann. Aber ich fand das tatsächlich sehr angenehm, diesen Rhythmus des Busfahrens so zu folgen, das hat die Autorin richtig, richtig gut gemacht und ja, auch wenn es eben im wahren Leben so gar nichts Entspanntes für mich hätte. Das Was-wäre-wenn-Spielchen mag ich tatsächlich nur bedingt. Also ich finde es ganz schlimm und traurig, wenn sich Leute wirklich jahrelang über diese Was-wäre-wenn-Frage Gedanken machen. Natürlich gibt es diese Fragen auch bei mir. Ich möchte mich da überhaupt nicht rausnehmen. Ich versuche aber immer wieder zu sagen, ich kann es nicht mehr ändern und schließe es dann eigentlich sehr häufig auch für mich ab. Natürlich kommt das immer mal wieder. Jeder von uns hat mal schwache Momente, gar keine Frage. Aber dass man es hier so als zentrales Thema hat und auch das Gefühl hat, man kommt aus dieser Frage-Antwort, aus diesem Gedankenspiel gar nicht mehr raus, fand ich ein bisschen schade. Zudem frage ich mich halt auch gerade bei Frank, wenn der das 60 Jahre gemacht hat, ist dann sein Leben für ihn dann irgendwie eine Verschwendung, weil er eben damals nicht so agiert hat. Und das fände ich tatsächlich ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, Libby fand ich eine sehr sympathische Protagonistin, die auch trotz ihrer Trennung und der schwierigen Beziehungen zu ihrer Familie doch sehr ja empathisch und mitfühlend war, was ich sehr schön fand. Also, dass sie ihre eigenen Probleme, Gefühle erstmals so ein bisschen nach hinten gestellt hat und sich da auf Frank hat auch eingelassen, der eine sehr tragische Geschichte hat, die ja so romantisch hätte sein können. Und hier hatte ich tatsächlich so ein bisschen dieses emotionale Achterbahnfahren. Und ich muss schon sagen, das letzte Drittel hat mich Frank sehr gepackt. Also alles in allem eine sehr runde, eine sehr schöne Geschichte, die wirklich sehr viel Wohlfühlgefühl ausstrahlt.
aber an mancher Stelle doch ein bisschen flach, oberflächlich blieb und ja, ich vielleicht so eine Spur zu kitschig, das hätte es für mich tatsächlich nicht gebraucht. Aber dennoch, wer sowas gerne mag, wer Lebensgeschichten mag, auch so ein bisschen was Emotionales und Berührendes und vielleicht auch mal sehen möchte, mit welchen Was-wären-wenn-Fragen sich andere Menschen herumplagen, ich glaube, der ist hier ganz richtig, um vielleicht tatsächlich zu der ein oder anderen Erkenntnis zu kommen. Gehört habe ich Falling Heart for the Royal Guard von Megan Clausen, habe ich ja, als Rezensionsexemplar erhalten und ich habe mich für dieses Hörbuch entschieden, weil es mich doch so ein bisschen vom Klappentext her angesprochen hat, weil es schon mal ein bisschen was anderes ist, wir so ein bisschen am königlichen Hofe sind. Die Autorin ist wohl ein gefeierter TikTok-Star. Fragt mich nicht, ich habe kein TikTok, ich konnte das nur ja so bedingt wahrnehmen und habe mich tatsächlich auch kurz gefragt, möchte ich es dann eigentlich lesen, wenn so gar nichts Handfestes dahinter ist, aber ich wollte, weil der Klappentext so gut klang, eben auch einfach der Autorin eine Chance geben. Es ist ihr Debütroman und ich fand den Klappentext echt ansprechend. Gesprochen wird das Hörbuch von Anna Amalia Blumeyer, hat mir sehr gut gefallen und sie hat auch schon Mr. Wrong Number gesprochen, von daher finde ich, passt sie tatsächlich ganz gut in dieses, ja, romantisch, cozy, ganz gut hinein. Ja, wir lernen Maggie Moore kennen, die im Tower von London wohnt. Allerdings ja, hat sie nichts mit der königlichen Familie zu tun, sondern sie verkauft Eintrittskarten an Touristen für den Tower und auch ihr Vater arbeitet für die Krone. Ja, sie ist schon länger Single und bekommt von ihren Freunden eigentlich immer nur irgendwelche Dating-Plattformen ja, empfohlen, wo sie aber ja, nicht wirklich so den richtigen Drift und ja, eigentlich so von der einen in die andere Dating-Katastrophe abdriftet. Sie findet dort nämlich eher so Schwindler und ja, ist da überhaupt nicht zufrieden mit dieser Art des Mann-Findens. Und ja, doch dann trifft sie auf einen königlichen Gardisten, auf Freddy, und der verdreht ihr total den Kopf. Und jetzt stellt sich ihr die Frage, Mensch, wie kann ich Freddy beeindrucken und wie merkt er, dass es sie eigentlich gibt? Ja, dadurch, dass sie eben auch hier die Liebe einfach noch nicht abgeschrieben hat. Und es ist aber gar nicht so schwer, die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken, wenn eigentlich der Job von einem königlichen Gardisten ist, keine Reaktion zu zeigen. Es ist eine sehr klassische Liebesgeschichte gewesen mit einer sehr coolen und auch mal ein bisschen anderen und eben auch sehr netten Charakteren. Und ich fand den Start tatsächlich ein bisschen holprig. Es hat schon ganz schön gebraucht, bis ich reingekommen bin, obwohl der Stil schon sehr einfach ist und es auch wenig Überraschungen parat hält. Also dieses Holprige zu Beginn kenne ich sonst von Liebesgeschichten eher weniger. War beim Hören vielleicht auch einfach nur das Problem, wer weiß, denn ich konnte nicht immer den Gedanken allen klar folgen. Doch an der einen oder anderen Stelle war es dann doch auch sehr humorvoll, aber ich hätte hier mehr Humor erwartet. Das muss ich ganz klar sagen. Ich habe hier mehr Schmunzler erwartet, mehr so Tollpatschigkeiten, mehr, ach, ich weiß auch nicht, von diesen flirty Moments, das hat mir hier definitiv gefehlt. Es war für mich alles in allem ganz okay. Hätte ich es gelesen, weiß ich nicht, ob ich durchgehalten hätte. Für mich funktionieren solche Hörbücher, egal ob Wohlfühlromane, Liebesgeschichten, sehr oft ja hören besser, weil ich da über die ein oder andere Länge oder nicht so Spannendes einfach hinweg hören kann, es ja trotzdem aufnehme, aber halt merke, ja, jetzt passiert gerade irgendwie mal eine halbe Stunde nichts. Ja, beim Lesen hätte ich wohl ein bisschen weniger Motivation gehabt. Deswegen ist die Hörbuchvariante für mich auch absolut die richtige gewesen. London wird uns auch hier, wie ihr seht, ich habe mich zweimal hier in London verirrt, hat mir sehr gut gefallen, wurde auch hier wunderbar gezeigt. Wir bekommen ganz viele Hintergrundinfos zum Tower of London, was ich richtig spannend und interessant fand. Und das hat mir definitiv auch beim Hören richtig viel Spaß gemacht. Und das hat die Autorin wirklich perfekt umgesetzt. Man ist aber hier schon eher wirklich der Leser als jemand, der in die Geschichte mit hineingezogen wird. Das ist mir hier sehr bewusst aufgefallen, wie man mich so ein bisschen außen vor gelassen hat, mich nicht so mitgenommen hat. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen schade. Ich glaube, das hätte man vielleicht mit einem Perspektivwechsel oder auch der Erzählweise ein bisschen, ja, ändern können. Maggie konnte ich als Protagonistin ganz gut greifen. Ich konnte auch sehr mit ihr mitgehen und mitfühlen. Ich mochte ihre Tollpatschigkeit, denn die wurde nicht ganz so in den Vordergrund gestellt, aber hat man natürlich erwartet, fand ich auch ganz süß und ich mochte sie wirklich sehr. Sie war sehr liebenswert. Ich fand aber, dass die Nebencharaktere nicht alle so gut greifbar und erfasst wurden, auch die, die eine etwas größere Rolle spielen.
Das fand ich wirklich schade, dass sich da kein Kopf, nein, kein Bild in meinem Kopf dargestellt hat. Und es gibt natürlich auch das ein oder andere Missverständnis von den Charakteren, was zum Teil ganz süß eingearbeitet und gelöst war, zu anderen aber dann doch so ein bisschen unrealistisch war und nicht immer ganz nachvollziehbar. Also es war eine süße Liebesgeschichte. Es war nicht diese Rom-Com, also diese romantische Komödie, wie ich sie vielleicht erwartet hätte. Ich weiß nicht, ich glaube, dass ich mir tatsächlich mit diesen klassischen Liebesgeschichten einfach so ein bisschen schwer tue, dass das einfach nicht so meins ist. Also ich merke das ja immer wieder und denke mir, ach, warum probierst du es eigentlich immer wieder? Aber muss man natürlich. Man kann ja, also man sollte ja niemals nie sagen, aber vielleicht brauche ich auch einfach immer mal wieder eine Pause von diesen Liebesgeschichten. Aber es war eine süße Geschichte, die ich empfehlen kann, wenn man es locker, leicht möchte, nicht so viel nachdenken möchte und eben auch mit dem einen oder anderen Missgeschick sozusagen ja, leben kann und eben nicht ganz so viel Wert darauf legt, dass ja, dass wirklich viel Humor ist, dass viel Emotionen sind, wenn das eher so ein bisschen, für mich zumindest, so an der Oberfläche war. Aber ja, sonst ganz süß, aber wäre jetzt nichts, wo ich sage, muss man gelesen oder gehört haben. Beim nächsten E-Book habe ich mal wieder ein bisschen was für die Hund-Mensch-Freundschaft getan. Ich habe Achtsames Hundetraining von Jesse Sternberg gelesen. Er selbst ist eigentlich Achtsamkeitstrainer aus Kanada und verbindet hier eben diese Technik mit der Tierpsychologie. Und mich hatte das Cover sehr angesprochen, als ich es bei NetGalley sozusagen gesehen habe und habe es daher auch angefragt und dann auch als Rezensionsexemplar erhalten. Denn ja, ich bin immer wieder auf der Suche nach so ein bisschen anderen Ratgebern eben einfach für mich und meinen Weasley und fand hier den Ansatz ganz spannend, dass wir nicht beim Hund anfangen, sondern beim Menschen und ich glaube ja tatsächlich, dass die meisten Probleme eigentlich an uns liegen und nicht an unseren Hunden. Ja, wir lesen in diesem Buch im Grunde so ein bisschen, dass wir Menschen die sind, die sich an den Hund anzupassen haben und dass es eben einfach leichter für uns ist, die Sprache der Hunde zu lernen, als es eben für den Hund sehr schwer ist, unsere Sprache zu folgen und unserem, ja, unserer Körpersprache mitzugehen. Und dass es ja sehr oft auch eine Nicht-Zusammenführung gibt zwischen dem, was wir sagen und wollen und was unser Körper eigentlich austeilt und ausspricht und eben eigentlich dem Hund vermittelt. Es geht in diesem Buch sehr viel um Kommunikation, nicht nur die verbale, sondern eben auch die körperliche, was ich sehr spannend fand und dass eben in der Stille oft die Stärke liegt. Und nein, ich bin tatsächlich nicht der größte Fan davon, seinen Hund 3 Tage nicht anzusprechen und ihn zu ignorieren. Ich glaube, dass das nur bei sehr speziellen Hunden eine Wirkung hat. Auch darüber habe ich schon ein paar Bücher oder ja, eher soweit auch Artikel oder sowas gelesen. Wir gehen hier wirklich weg von einer konventionellen Ansicht, was ich mal ganz spannend fand, die mir tatsächlich auch selbst besser liegt als ja, so manch anderes und ich das auch relativ schnell gemerkt habe, dass ich das von Jesse Sternberg gezeigte, dass ich das sehr so mit meinem Bauchgefühl auch gedeckt hat. Es ist nämlich so ein bisschen dieser achtsame Umgang, der nicht nur für Spaziergänge gilt, sondern eben auch fürs Zuhause und dass man eben so auch zum Beispiel durch eine gemeinsame Meditation oder eben auch achtsamen Spaziergänge, wie man die gestalten kann, ja, wie einen das so ein bisschen vorwärts bringt. Also zum Beispiel auch das Innehalten im Wald, was ich ja mit Weasley sehr, sehr gerne mache und ich wirklich das Gefühl habe, dass das gibt uns beiden ganz, ganz viel. Es ist ein ganz anderer Weg, finde ich, für Hund und Mensch, für diese Beziehung und man muss schon sehr offen dafür sein. Ich glaube, dass es nicht für jedermann oder jeder Frau etwas ist. Es liefert sehr gute Ansätze, auch wie man das so ein bisschen in den Alltag umsetzen kann und das auch in sehr leichter Form. Das fand ich richtig gut. Es tat so vom Lesen, es war wirklich sehr leicht verständlich, ich mochte die Ansätze, ich mochte die Ausführungen, es ist sehr locker, es ist sehr leicht und das mochte ich gerne, um in dieses Thema eben erstmal einzusteigen. Also es ist definitiv etwas für Anfänger und wenn man sich noch gar nicht vielleicht irgendwie mit Achtsamkeit und dem Hundetraining beschäftigt hat. Und so habe ich das sehr gerne gelesen und habe auch viel mir so ein bisschen an Stichpunkten mit rausgeschrieben und habe da auch viel mitgenommen. Es sind schon ein paar Trainings- und Alltagsbeispiele drin. Ich hätte mir mehr gewünscht. Ich hätte mir mehr Impulse gewünscht, mehr Beispiele gewünscht. Ich hätte mir mehr Übungen gewünscht. Ich fand es an mancher Stelle schon sehr theoretisch, was für ein Anfängerbuch wahrscheinlich auch ganz gut ist, was auch mit vielen Dingen schon klappte. Aber
mir hätte es einfach mehr geholfen, wenn ein bisschen mehr Praxis drin ist. Und das kritisiere ich tatsächlich an einigen Büchern, dass es doch oft sehr theoretisch ist oder auch an einigen Trainern, denen ich einfach mal zum Beispiel auf YouTube irgendwie mir was anschaue. Es sind halt oft dann auch schon die fertigen Hunde, an denen irgendwas gezeigt wird, wo Weasley und ich irgendwie ein Problem haben, wo ich denke, naja, mit einem Hund, der das halt schon gefühlt kann, macht es gar keinen Sinn zu üben. Ne? Also ich würde mir einfach mehr Praxisbeispiele wünschen. Alles in allem wirklich ein Buch, was mir einige Impulse gegeben hat, was mir gut gefallen hat, wo ich mich, glaube ich, auch einfach noch ein bisschen tiefer auch mit Jesse Sternberg beschäftigen werde, mich da auch einfach mal umsehen werde, was es von ihm in irgendeiner Art noch gibt, was ich wirklich toll fand, was mir auch einfach so zeigt, dass vieles, was in meinem Bauch sich richtig anfühlt, auch gar nicht so verkehrt ist. Also sei es wirklich dieses achtsame durch den Wald gehen, schnuppern, miteinander schnuppern, irgendwas erleben und sich dann aber auch einfach mal hinsetzen und sagen, wir lassen das alles auf uns wirken, atmen, meditieren, würde ich jetzt vielleicht im Wald eher nicht, weil die Gefahr eines Wildschweins ist in meinem Kopf ja immer präsent. Von daher, ob ich wirklich minutenlang die Augen schließen würde, weiß ich nicht. Aber Waldbaden geht ja durchaus auch mit offenen Augen. Und dementsprechend kann ich das wirklich nur empfehlen, wenn man mal einen anderen Ansatz sucht für sich und seinen Hund und eben auch wirklich dafür bereit ist zu sagen, auch ich muss eben etwas ändern, damit sich mein Hund verändert. Also ja, von daher, das hat mir richtig gut gefallen und mit ein bisschen mehr Praxisbeispielen wäre es wohl wirklich ein Highlight geworden. Das nächste Hörbuch war dann, ja, gefühlt im September in aller Munde. Es ist Angst von Eva Leon Menger. Ich mochte ja vor Jahren Monster 1983 super gerne, ist eins meiner liebsten Hörspiele und ich glaube, es muss nächstes Jahr mal auf die Rehör-Liste. Ich mochte auch Ghostbox und auch die Schwarze Stadt, habe ich super gerne gehört. Leider habe ich letztes Jahr den Thriller Als das Böse kam von ihm abgebrochen. Dennoch hat mich Angst sehr, sehr, sehr angesprochen und ich fand das wirklich sehr interessant, dass es einfach ein bisschen erwachsener ist. Und dass wir hier eine Thematik haben, die ich tatsächlich schon auch ein bisschen gruselig finde, nämlich so ein bisschen das Stalking. Gesprochen wird das Hörbuch von David Nathan und Magdalena Turba, die wohl auch die Synchronsprecherin von Amanda Seyfried zum Beispiel ist. Und sie übernimmt eben die Stimme von Mia, während David Nathan eben ja, den männlichen Part übernimmt. Ja, wir treffen auf die 25-jährige Mia, die in einer WG lebt in Berlin und eine erfolgreiche Schauspielerin werden möchte. Nach einem Casting lernt sie in einem Museum Victor kennen, fühlt sich doch so ein bisschen angesprochen von ihm, einfach wie er auf sie wirkt und wie auch dieser Museumsbesuch so gelaufen ist. Er lädt sie dann in ein Edelrestaurant ein, auf dem Dach des Kanzleramtes und irgendwie merkt sie trotz dieses anfänglichen Sympathischfindens, dass der Funke nicht so ganz bei ihm überspringt und als dann in den nächsten Tagen eben auch noch andere merkwürdige Dinge passieren, zum Beispiel verliert sie ihren Schlüssel und Victor findet diesen dann und bringt ihn dann mit so einer etwas merkwürdigen Geschichte auch zu ihr zurück, merkt sie eben, dass diese Dinge, die so geschehen, diese Gefühle, die in ihr aufkommen, auch mit ihrer Mitbewohnerin in ihrer Umgebung, auch mit ihrem Mitbewohner, dass da irgendwas mit Victor nicht stimmen kann. Und auch wir hören natürlich die männliche Stimme und merken, ja, irgendwas stimmt hier definitiv nicht. Es war ein sehr spannender und packender Stalker-Thriller, der leider sehr bildhaft war, das muss ich ganz klar sagen, denn wir haben hier natürlich auch die Ich-Perspektive, die für mich sehr viel Sogwirkung hatte. Es war leider ein bisschen vorhersehbar, aber das würde ich Eva Leon Menger definitiv verzeihen, auch einfach im Hinblick, dass ich schon wahnsinnig viele Thriller in meinen 25 Jahren des Lesens gelesen habe. Mit was ich weniger gut zurechtkomme, war Mia als Protagonistin, die war mir viel zu naiv. Wir sprechen hier ja doch von einer 25-jährigen jungen Frau, die in Berlin wohnt. Da habe ich vielleicht auch einfach Klischees im Kopf, wie oder überhaupt wie eine 25-jährige Frau so sein kann. Und ich fand sie wahnsinnig egoistisch. Also ich bin überhaupt nicht mit ihr warm geworden. Vielleicht war das auch Absicht von Eva Leon Menger. Ich hatte für sie ganz wenig Sympathie und schon noch weniger Empathie. Und das tut der Geschichte vielleicht sogar gut.
Aber, also wenn man irgendwann denkt, naja, es geschieht ja jetzt ja auch eigentlich recht, aber dann merkt man, wie in einem es so rattert und man denkt, ach nee, das ist nicht gut, dass man das so denkt. Aber ich glaube, es war tatsächlich provoziert. Es ist definitiv ein Erwachsenen-Thriller, während ja, als das Böse kam, durchaus durch die junge Protagonistin auch so ein bisschen noch jugendlicher angehaucht war. Mir hat die Ich-Perspektive wahnsinnig gut gefallen. Ich glaube auch, dass das überhaupt nicht leicht ist, in so einen Stalker-Kopf hineinzugehen und da Dinge zu beschreiben. Das war mir an mancher Stelle aber zu bildhaft. Also da wurde oft so mit der Kamera draufgehalten. Natürlich blendet jemand für sich selbst auch eine Erinnerung oder was nicht aus, aber das fand ich manchmal zu heavy. Und was ich ja oft zum Beispiel bei Liebesgeschichten kritisiere, dass wir eine Autorin haben, die dann auch die männliche Perspektive einnimmt und ich ganz oft sage, ja, so würde ein Mann auf keinen Fall irgendetwas beschreiben oder ja sprechen. So hatte ich dieses Gefühl leider auch. Es gab so 3, 4 Szenen, wo ich dachte, ja genau, so denkt ein Mann, was eine Frau denkt oder macht in dieser Situation. Was aber für mich, und jetzt bin ich natürlich nur eine Frau von vielen, was für mich aber total unrealistisch war. Also es gibt auch so eine Szene vor dem Spiegel, wo ich dachte, ach nee, so denkt bestimmt, oder zumindest vielleicht nur ein kleiner Prozentsatz von Frauen. Nein, ich glaube, da denken Männer viel zu viel darüber nach, was, dass sich Frauen darüber irgendwie Gedanken machen würden. Ja, ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, aber alles in allem finde ich, dass Iwa Leomanga auch Mia und ihre Perspektive gut beschrieben hat, mit eben diesen 3, 4 Beispielen, wo ich so dachte, ach, nee, da bist du so knapp vorbei. Und möchte ich auch gar nicht so kritisieren, weil ich das ja zum Beispiel bei Liebesgeschichten auch immer nur mal anspreche und ich das auch hier irgendwo in Ordnung finde. Ich mochte es, dass es sehr erwachsen war, dass es düster war, dass es sehr gut aufgegriffen und auch atmosphärisch war. Es war wahnsinnig beklemmend an mancher Stelle. Also ich saß manchmal sehr angespannt hier und habe diesen Hörbuch gelauscht und dachte, oh mein Gott, ist das gruselig. Und diese Atmosphäre, die er hier auch mit Berlin erschafft, wo man sich ja vielleicht, wenn man schon ein paar Mal in Berlin war, auch ein bisschen orientieren kann, wo man unterwegs ist. Und ja, diese Stadt hat eben manchmal diese Sogwirkung, dieses Dunkle und Düstere und das fand ich tatsächlich richtig, richtig gut. Ich mochte tatsächlich auch die Spicy-Szenen sehr gerne. Auch wenn ich das im Hörbuch immer ein bisschen merkwürdig finde, fand ich aber, dass er das richtig gut beschrieben hat, dargestellt hat. Ich fand das richtig gut gemacht und es hat mir ja Spaß gemacht, ist so das falsche Wort, aber ich habe dem gerne zugehört, weil es eben im Gegensatz zu den etwas ja gewalttätigeren Szenen nicht ganz so explizit war, aber trotzdem einen schön ja im Grunde da mitgenommen hat in die Empfindungen und ja, Berlin, großes Thema, spürt man definitiv und ich hatte richtig viel Spaß da, auch einfach mal nach Berlin zu reisen. Ja, zu mir habe ich schon ein bisschen was gesagt. Ich fand tatsächlich auch ja den Stalker richtig gut gezeigt, der nicht nur im Jetzt ist, sondern eben auch in der Vergangenheit, was ich richtig gut fand, spannend fand, was diesen Charakter richtig gut gezeichnet hat, mochte ich richtig, richtig gerne. Die Mitbewohner von mir fand ich ganz okay. Ich fand sie tatsächlich auch so vom Zusammenleben. Es war ein sehr schönes Zusammenspiel. Ich finde auch, dass das eine sehr besondere WG war. Während ich Mia ja doch etwas anstrengend fand, war das so bei Yvonne und Philipp, ach, die waren mir auch manchmal so ein bisschen drüber, aber sie haben so als Trio eigentlich ganz gut funktioniert, weil sie alle so ein bisschen Merkwürdigkeiten hatten und das fand ich tatsächlich ganz gut. Wem ich super sympathisch fand, war Elif, das ist die Kaffeebesitzerin, die war sehr liebenswert und die habe ich in sehr positiver Erinnerung behalten. Die Ich-Perspektive fand ich richtig gut, ich fand sie sehr passend, ich mochte den Spannungsbogen, der dadurch immer wieder aufgebaut wurde und auch immer, wo man mal denkt, oh, jetzt habe ich die Lösung, nein, habe ich nicht. Und auch gegen Ende habe ich schon so geahnt, in welche Richtung es geht und fand es tatsächlich auch so ein bisschen vorhersehbar, weil es gab so ein paar Stellen, die sehr klassisch in diesem Thriller-Genre sind, wo ich dachte, ah, da hast du den Hebel im Grunde schon in eine andere Richtung gelenkt. Aber ich fand es richtig gut, die Sogwirkung war richtig toll und ich mochte es wirklich sehr gerne, wie sich das alles so ein bisschen zusammenfügt. Natürlich ist es wie in vielen Thrillern so, dass es der Zufälle manchmal einfach zu viel ist. Das kritisiere ich ja durchaus auch immer mal wieder in Thrillern, aber das ist eben so. Warum geht keiner zur Polizei? Wie kann es sein, dass gerade das so und so funktioniert? Und ja, das ist eben so. Sonst wäre ja jeder Thriller gefühlt wahrscheinlich nach 50 Seiten vorbei. Die brutale Perspektive vom Stalker fand ich tatsächlich gut.
sie hätte nicht ganz so explizit sein müssen. Aber es ist wirklich ein Thriller, der mich seit langer Zeit wirklich mit seiner Sogwirkung eingezogen hat, der einen tollen Spannungsbogen hatte, der tolle Perspektiven hatte, der spannende Wendungen hatte. Wäre die Protagonistin ein Hauch empathischer und sympathischer, wäre es für mich vielleicht sogar noch so ein bisschen mehr fürs Mitgehen, fürs Gefühl gewesen. So habe ich der Protagonistin gar nicht so viel Gutes gewünscht. Und das klingt total böse, weil ich mir dann halt auch so denke, oh nein, das darfst du eigentlich überhaupt nicht denken. Aber ja, Gedanken sind ja bekanntlich frei. Aber hier hätte ich mir so ein bisschen mehr Bezug wahrscheinlich zur Protagonistin oder zumindest vielleicht auch einen der Mitbewohner gewünscht, sodass man irgendwie so eine Figur hat, wo man emotional so richtig mitgehen kann. Aber dennoch wirklich eine Empfehlung für diesen sehr spannenden, andersartigen tatsächlich Thriller, der mich sehr, sehr gut unterhalten hat. Und tatsächlich auch das Hörbuch, weil beide Stimmen wirklich toll sprechen und perfekt auch zusammenpassen. Das fünfte Buch und ja, das letzte Buch dieses Abschnitts ist dann Cornwall, Träume im kleinen Katzencafé von Kara Lindon. Ich bin auf die Reihe aufmerksam geworden, weil jetzt Ende September auch der vierte Teil erschienen ist und ich fand das Cover vom vierten Teil so ansprechend und dachte aber, auch wenn man die Bücher alle getrennt voneinander lesen kann, möchte ich natürlich schon irgendwie das Ganze sozusagen lesen und habe mit dem ersten Teil begonnen. Ich habe mir auch direkt Teil 2 und 3 und auch mittlerweile schon 4 geholt, der jetzt seit dem Wochenende auch erhältlich ist und ja, da würde es für mich auf jeden Fall weitergehen. Ich werde wohl jetzt so jeden Monat einen Teil lesen, sodass ich dann im Dezember auch beim Winterbuch angekommen ist, denn das ist tatsächlich eher winterlich. Und Kara Lindon ist das Pseudonym von Christiane Lind, von der ich noch nichts kannte, aber jetzt glaube ich auch ein Buch für den Herbst-Winter auf meiner Wunschliste gesetzt habe, was mich auch sehr angesprochen hat. Holly wollte schon seit ihrer Kindheit nach New York und ist dort auch angekommen, ist dort eine erfolgreiche Architektin, wird allerdings dann nicht zur Partnerin ernannt, obwohl sie eigentlich 20 Stunden am Tag nur die Arbeit, Aufträge, Kunden im Kopf hat. Sie hat kaum Zeit für ihre Familie zu Hause und denkt auch kaum mehr an England zurück, bis dann eines Tages die Info kommt, dass ihre Großtante Linda verstorben ist und sie eben auch zur Testamentseröffnung mitkommen soll. Und da soll sie jetzt eben nach Porthlin in Cornwall kommen und dann natürlich an der Trauerfeier mit teilnehmen und dann eben auch alles so über das Testament erfahren. Ihre Großtante hat mit einem Katzencafé begonnen, hat daran gearbeitet und möchte, dass sie das fortsetzt. Sie bietet ihr unterschiedliche Summen. Zum einen entweder du nimmst Geld 1 und gehst wieder oder du bekommst mehr Geld, um dann eben auch das Katzencafé zu übernehmen. Und so fängt sie dann eben auch an, zusammen mit Niklas ja, an diesem Projekt zu arbeiten. Und was sie anfangs eher wirklich als Arbeit und Pflicht ansieht, wird natürlich immer so ein bisschen etwas ihr eigenes und sie ist dann auch gerne in Cornwall und ja, das ist natürlich so die perfekte Basis für ein Katzen- und ein Wohlfühlroman. Also dementsprechend ja, glaube ich, dass wir hier beides sehr gut kombiniert haben. Natürlich bringt Niklas auch einfach sein eigenes Päckchen mit und auch in diesem kleinen Städtchen sind nicht alle so glücklich über das Katzencafé und das führt dann natürlich auch so ein bisschen zu Spannungen in dieser Gemeinschaft. Ich fand es eine wahnsinnig gemütliche Geschichte, die mich sehr gut erhalten hat und die mich wirklich auch von Cornwall hat träumen lassen und wirklich so dieses Katzen Thema im ersten Band ist richtig toll. Im dritten Teil geht es dann um den Reiterhof und im vierten Teil sind wir dann, glaube ich, in der Buchhandlung und im zweiten Teil, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, habe ich aber auch schon geholt. Ja, es ist sehr wohlig, es ist kurzweilig, ich finde trotzdem schön, wie das Thema Verlust so aufgegriffen wird und auch die Konflikte so ein bisschen, die dieser Neuling, also die Holly hier auszustehen hat, fand ich richtig schön. Ich mochte dieses Örtchen, es hat so ein wohliges Gefühl, man hat die Charaktere kennengelernt, sie werden gut beleuchtet und man wird so mitgenommen. Also man lernt verschiedene Charaktere schon kennen, ich glaube, das wird man jetzt über die Reihe hinweg, wird man denen auch immer wieder begegnen und ich habe dieses Buch wirklich so an einem Tag am Wochenende weggelesen und ich fand es richtig schön. Es hat so leichte Spannungselemente und die Geschichte kam dadurch auch richtig gut voran. Es gab auch so ein paar Entscheidungen von Holly, die ich einfach ein bisschen zu schnell fand, nicht so ganz nachvollziehbar war und mancher Konflikt, gerade dann auch mit den Leuten vor Ort, war nicht so ganz greifbar, beziehungsweise hat man nicht so recht nachvollzogen, wo kommen die eigentlich her und dann wurden sie manchmal auch viel zu schnell gelöst. Also das muss man sagen. Es gibt auch eine Liebesgeschichte natürlich, die hätte für meinen Geschmack so ein bisschen anders laufen können. Es ging mir ein bisschen zu schnell. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Kritikpunkt,
das nicht alles so nachvollziehbar war und eben auch manchmal einfach zu schnell ging. Aber ich fand es allesamt wirklich eine wunderschöne Geschichte. Ich mochte die Idee des Katzencafés und auch diesen Tierschutzgedanken dahinter. Fand ich sehr wichtig, dass das beleuchtet wurde, dass man da mitgenommen wurde. Ich mochte Cornwall, wie es gezeigt wurde, wie es uns ja im Grunde auch präsentiert wurde. Richtig, richtig schön. Ich hatte wirklich so das Gefühl, ich bin da auch in diesem Örtchen vor Ort und kann das greifen und mochte auch Holly als Charakter richtig gerne. Auch wenn ich nicht alle ihre Entscheidungen greifen konnte, fand ich, hat sie sich da doch sehr gut eingefühlt und man konnte ihre Entwicklung von dieser New Yorkerin, die sie sein wollte, hin eben dann zu dem, ich sitze jetzt an dem Projekt des Katzencafés. Ich konnte das sehr gut fühlen und fand es richtig schön, das so miterleben. Und auch wenn nicht alle ihre Entscheidungen klar waren, fand ich es trotzdem gut, wie schön das gelaufen ist. Es ging auch hier an mancher Stelle zu schnell, dass sie sich von New York im Grunde irgendwie abwendet, direkt in Cornwall ist und dann auch überhaupt keine Kontakte mehr nach New York hat. Ich meine, sie hatte da eine Wohnung, Freunde, Kollegen und irgendwie hört man im Verlauf der Geschichte selten bis gar nichts mehr von diesen. Das fand ich ein bisschen schade. Vielleicht hätte es tatsächlich auch gut getan, nochmal so 2, 3 Verbindungen innerhalb der Geschichte nach New York zu haben, um zu merken, wie sie sich abnabelt. So war sie halt gefühlt direkt abgenabelt. Aber kann auch sein, dass es einfach nur bedeutet, dass sie da nie so richtig angekommen ist. Wichtige Nebencharaktere fand ich auch sehr gut dargestellt, hat mir richtig gefallen und ich freue mich, die dann auch wiederzusehen und wir werden bestimmt auch Holly wiedersehen. Also jeder, der so ein bisschen was Wohliges, Cozy-mäßiges möchte, der vielleicht auch mit Tieren einfach was anfangen kann, weil ich glaube, die spielen in dieser Geschichtenreihe auf jeden Fall auch eine Rolle. Zumindest verraten das auch die Cover und auch das vom 4. Band. Hat ja, glaube ich, einen Hund vorne mit drauf. Und ja, ich glaube, für alle, die diese Wohlfühlromane und Cornwall mögen, die sind hier absolut richtig. Und da kann ich auch definitiv eine Empfehlung aussprechen. Auch wenn es mich nicht in Gänze als Highlight begeistert hat, freue ich mich auf die anderen Teile der Reihe. Und ja, das waren jetzt die ersten 5 Bücher des Monats. Weiter geht's. Und weiter geht es mit den nächsten 4 Büchern, die tatsächlich alle digital waren. Also es scheint schon ein sehr E-Book-Hörbuchlastiger Monat zu werden. Und ich blende euch ja die Cover auch immer ein. Ich beginne mit Lighthouse Bookshop von Sharon Gosling. Das habe ich dann auch, glaube ich, auf meiner Reise zu meiner Freundin Mitte September beendet. Mich hat das Buch total schon angesprochen in der Verlagsvorschau und ich hatte von Sharon Gosling, ich glaube, vorher schon mal was gehört, aber noch nichts gelesen. Ich glaube, von ihr gibt es schon ein Buch, bin mir jetzt aber gerade gar nicht mehr so sicher. Und ja, ich habe das Cover toll gefunden, den Klappentext und ja, habe es dann auch als E-Book, als Rezensionsexemplar erhalten. Wir sind hier in Schottland unterwegs und treffen dort auf Rachel, die vor 5 Jahren einen Neubeginn in Newton Dunbar gesucht hat und ihn auch gefunden hat. Sie arbeitet in einem antiquariatischen Buchladen, in einer Buchhandlung, die sich eben in einem Leuchtturm befindet. Der Besitzer stirbt dann allerdings und es droht für Rachel der Verlust von Wohnung und natürlich auch des Jobs, der Arbeit, wenn eben die Buchhandlung geschlossen werden muss und der Leuchtturm eben in andere Hände übergeht. Doch die Stammkunden wollen zusammenhalten und sind strikt dagegen, dass sich etwas verändert und wachsen so auch ein bisschen zu einem Freundeskreis zusammen, der sich dann eben gegen den Verkauf des Leuchtturms einsetzt und sich auch dagegen stellt. Die Geschichte war sehr warmherzig und auch sehr unterhaltsam an vielen Stellen mit sehr schönen, tollen Charakteren. Und ich fand halt schön, dass auch Freundschaft und die Buchliebe so ein relativ großes Thema war. Man spürt in der Geschichte definitiv Schottland. Man kann sich den Leuchtturm vorstellen, die Buchhandlung, die Umgebung, das Städtchen. Es wirkt sehr lebendig, es wird sehr echt und ja, man hat das Gefühl, dass es hier ein echtes Beispiel sozusagen daran gibt. Auch die Charaktere sind sehr gut und tiefgründig gezeichnet. Auch die konnte man sich sehr gut vorstellen. Mit was ich mir ein bisschen schwer getan habe, war der Perspektivwechsel. Der war teilweise mitten in den Kapiteln. Das fand ich sehr verwirrend. Und konnte dann auch immer gar nicht so schnell folgen, wer wir gerade sind und welche Intention es jetzt eigentlich gibt, die Perspektive zu wechseln. Und man wurde so tatsächlich auch aus dem Lesefluss herausgerissen. Also es war kein schönes, in den Flow kommendes Lesen, sondern es war so gezeichnet von Abbrüchen, weil wir dann eben auch in eine andere Perspektive, in den anderen Erzählstrang gekommen sind. Ich weiß nicht, ob das vielleicht im haptischen, echten Buch ein bisschen anders war, ob dann vielleicht ein Seitenumbruch kam, damit das ein bisschen klarer war. Im E-Book war das auf jeden Fall nicht sehr schön gemacht. Ich fand, so wurde auch das Lesevergnügen ein bisschen, ja, im Grunde getrübt und
ja, das fand ich echt schade. Also wenn ihr vielleicht das echte Buch, das haptische Buch in der Hand habt und es gelesen habt, könnt ihr das ja gerne mal mitteilen, ob das bei euch auch so war oder ob es vielleicht einfach an der, ja, Formatierung der E-Book-Datei lag. Es war an vielen Stellen schon ein bisschen vorhersehbar, aber ich muss sagen, ich erwarte in dem Wohlfühlroman auch gar keine Spannung oder nicht so viel Spannung, sondern eher so kleine Spannungselemente. Und natürlich ist bei solchen Büchern auch eher der Weg das Ziel, als man nicht eben erahnt, wo es hingehen könnte. Sprachlich fand ich es bis auf diese Rausrisse bei dem Perspektivwechsel aber sehr angenehm, sehr leicht, sehr locker. Und ich mochte auch die Prise Humor, die immer mal mit hineingespielt hat. Die hat definitiv auch meinen Lachnerv gut getroffen. Das Antiquariat hätte vielleicht für mein Gefühl auch noch ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken können, denn es steht ja auch einfach schon mal ja, im Titel mit drin und da hätte ein bisschen mehr tatsächlich kommen können. Ja, Rachel als Charakter ist eine sehr sympathische junge Frau, der ich gerne gefolgt bin. Sie hat auch eine sehr große Liebe zu Büchern, was uns natürlich auch verbindet und auch den Leuchtturm und ihre Liebe dazu, finde ich, das kommt wirklich richtig gut durch. Auch die Nebencharaktere, von denen wir auch manchmal etwas erzählt bekommen, fand ich ganz interessant und bildhaft dargestellt. Ich mochte es auch, wie die Blickwinkel immer mal gewählt wurden, um eben einen Teil der Geschichte zu erzählen. Nur so ein bisschen das Wie mit den nicht vorhandenen Umbrüchen fand ich ein bisschen schade. Es sind tatsächlich schon alle Charaktere auch sehr liebevoll gezeichnet. Auch die, die wirklich nur so Randerscheinungen sind. Und ich finde auch, dass die Entwicklung sehr gut dargestellt ist, nachvollziehbar ist, dass man so Gedanken auch einfach folgen kann. Und auch diese freundschaftlichen Bande haben mir richtig gut gefallen, wie da so Vertrauen, Freundschaft, Liebe, also auch in der Freundschaft entsteht ja Liebe oder ein nettes Miteinander, wie das so entstanden ist und gelebt wurde, fand ich richtig schön. Also es war wirklich sehr wohlig, sehr angenehm. Es hatte was mit Büchern zu tun, wir sind in einem Leuchtturm, das war richtig, richtig schön, hat mir wirklich sehr gut gefallen und tat mir auch richtig gut, da so ein bisschen runterzukommen, zu entspannen und das ist definitiv schon auch eine kleine Buchempfehlung von mir. Lange drauf gefreut habe ich mich auf das neue Buch von Carsten Henn, nämlich die Butterbrotbriefe. Von ihm gelesen und gefeiert habe ich schon der Buchspazierer und dann gab es ja noch was mit einer Geschichtenbäckerin oder irgendwie sowas und das fand ich okay. Hier war ich super gespannt, habe das Hörbuch als Rezensionsexemplar erhalten, gesprochen von Steffen Groth, der seinen Job, finde ich, auch gut gemacht hat. Also da gibt es gar nichts zu meckern. Ich habe dem Hörbuch sehr, sehr, sehr gerne gelauscht. Wir treffen auf die 40-jährige Kati, die nach 12 Jahren von ihrem Mann nun geschieden wurde und sie verliert dazu dann auch noch ihre Mutter. Sie möchte ja eigentlich auch von ihrer Vergangenheit jetzt ein bisschen Abschied nehmen und beginnt ja Briefe zu schreiben. Und dazu nutzt sie Butterbrotpapier, was sie einst von ihrem Vater bekommen hat, der das irgendwie gesammelt hat und darauf schreibt sie so nach einem Art Losverfahren eben dann auch Briefe. Manchmal liest sie diese Briefe den Menschen vor, an die sie gerichtet sind, zum Beispiel ihrer Lehrerin, der sie eigentlich vorwirft, dass sie sich nicht genug für sie eingesetzt hat, um auf eine weitere Schule kommen zu können. An anderer Stelle wirft sie die Briefe aber auch einfach in den Briefkasten und bekommt so auch keine Reaktion des ja, Empfängers. Ihr Leben war ja in sehr großen Teilen von ihrer Mutter sehr geprägt und auch gelenkt worden, was ihr auch eher jetzt so als Erwachsene wirklich klar wird. Und sie auch durch verschiedene Rückmeldungen bei diesen Briefen dann auch so ein bisschen mitbekommt. Also dass das gar nicht so von außen etwas war, sondern eher in diesem Mutter-Tochter-Verhältnis ja irgendwie zu einem Problem im Nachgang führt. Sie möchte insgesamt, ich glaube, 37, 38 Briefe von Hand schreiben und ja fängt eben an, immer bevor, also wenn sie Muse hat, einen Brief zu schreiben, hat sie ja wie ein Glas, wo sie eben auch einfach dann den Namen zieht, von wem sie jetzt im Grunde sich verabschieden möchte und wem sie einen Brief schreiben möchte. Also es ist dann tatsächlich ganz egal, ob es ja die Lehrerin ist, ihr Ex-Mann ist oder wer auch immer, sie schreibt da eben diese Briefe. In ihrer freien Zeit schneidet sie ja ehrenamtlich Obdachlosen die Haare, was ihr sehr viel Spaß macht und auch wirklich einen Sinn in ihr Leben zurückbringt und dort trifft sie dann auf Severin, der nicht spricht. Und ja, ihr im Grunde auch gar nicht erzählen möchte, was er auf der Straße verloren hat, wie er dazu gekommen ist, was ihn dazu gebracht hat. Aber an anderer Stelle erfahren wir eben auch sehr viel, was so seine Ängste vor der Zukunft sind. Und während eben ihr Kati mit der Vergangenheit abschließt, ist Severin sehr zukunftsorientiert und zusammen treffen sie sich eben im Hier und Jetzt und
ja, es entwickelt sich da eine Geschichte. Es war wirklich eine wunderschöne Geschichte über das Leben, über Gefühle, über Briefe schreiben, über generell das Schreiben. Und wir haben wirklich Emotionen, die für mich leider an mancher Stelle zu gewollt gewirkt haben, dennoch schon schön waren. Also es kommt für mich nicht an den Buchspazierer als Highlight ran, aber ist knapp darunter, ist definitiv besser als dieses, wie hieß es denn, Geschichtenbäcker? Ich bin mir nicht mehr sicher. Definitiv liegt dieses Buch jetzt irgendwo dazwischen. Der Schreibstil ist, wie man ihn von Carsten Henn eben kennt, flüssig, auch an vielen Stellen sehr poetisch, was ich sehr, sehr mag. So hat mich das Buch auch wirklich emotional sehr mitgenommen, sehr bewegt. Natürlich auch dieser Abschied von verschiedenen Menschen, aus welchen Gründen auch immer, war natürlich schon auch ein Thema, was mich sehr mitreißen kann und emotional auch wirklich ja, reinziehen kann. Mein Problem war, gerade was die Emotionen angeht, aber doch immer, dass es wirklich oftmals gewollt gewirkt hat. Also sehr konstruiert, sich nicht so in die Geschichte eingewoben hat, sondern es schon so absichtlich drüber gewirkt hat. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich mochte aber so die Idee dahinter des Abschiedsnehmen, dass man da Briefe schreibt, dass man überhaupt schreibt. Und ich glaube, dass ganz viel, was von dem Kopf übers Herz in die Hand geht und dann niedergeschrieben wird, dass das ganz viel wirklich mit uns macht. Jetzt bin ich ja zum Beispiel nicht nicht so richtig der Fan von diesen Morgenseiten, aber ich bin ja jemand, der sich abends durchaus bewusst hinsetzt und so 5 Sätze des Tages der Dankbarkeit irgendwie niederschreibt. Und es ist schon immer etwas zwischen Kopf, Herz und dann eben der Hand. Und das hat man hier gespürt, dass eben das Schreiben das durchaus etwas heilen kann, einen Prozess in Bewegung setzt. Und das fand ich richtig, richtig schön. Man merkt hier auch, wie wichtig es ist, mit Vergangenem abzuschließen. Und das sagt sich natürlich immer viel einfacher, als es ist. Aber ich glaube schon, man muss manchmal Abschied nehmen. Man muss manchmal auch die Tür vor etwas verschließen, um dann eben auch ins Jetzt gehen zu können, um dann eben auch einen Blick in die Zukunft richten zu können. Das hat Carsten Henn für mich hier perfekt in Worte, in diese Geschichte verwoben. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Auch die Briefe haben mich sehr bewegt und bei dem einen oder anderen Brief oder der einen oder anderen Abschiednahme sind dann auch ein paar Tränchen geflossen. Ich mochte Kathi tatsächlich sehr gerne. Ich fand auch, dass ihr Tun, Handeln sehr nachvollziehbar war und auch wenn es für mich nicht immer der richtige Weg war. Und das ist ja etwas, wo ich sage, wenn ich aber dann verstehe, warum ihn jemand geht in Büchern, dann finde ich, ist das gut erzählt. Man muss nicht immer wie ich entsprechen oder einen Weg wählen oder Dinge so tun, wie ich sie machen würde. Aber mir muss so ein bisschen als Leser erklärt werden, warum. Und das hat Carsten Henn hier wirklich sehr gut gemacht. Severin ist ein sehr besonderer Charakter, mit dem ich allerdings nicht so ganz warm wurde. Vielleicht war es tatsächlich auch Absicht. Und ich auch diese Begegnungen, die es zwischen ihn und Kathi gab, das fand ich manchmal ein bisschen schwierig. Ich fand das ein bisschen zu viel Klischee. Ich fand es an mancher Stelle zu aufdringlich und das hat mich so ein bisschen von der eigentlichen Geschichte abgelenkt. Ich hätte diesen Handlungsstrang tatsächlich nicht so gebraucht. Aber alles in allem wirklich eine schöne Geschichte, die ich sehr empfehlen kann. Und wenn man auch gerade vielleicht ein bisschen Motivation oder Muse braucht, um irgendwie Abschied zu nehmen, um etwas abzuschließen oder vielleicht tatsächlich auch überlegt, ob man mal mit dem Schreiben beginnt. Ganz kurz möchte ich etwas zu Schnee, der auf Ceran fällt, von Thorsten Sträter sagen. Es war für mich ja schon der Hörgenuss des Monats. Ich packe euch das Video unten in die Infobox. Die Playlist zu den Hörgenüssen ist immer unten wieder zu finden. Das war ja eine Empfehlung eines lieben Kollegen von mir. Kann man kostenlos auf Spotify anhören, aber auch bei Audible sich im Grunde als Hörbuch besorgen, wird gesprochen von Thorsten Sträter selbst, den ich nur so aus dem ein oder anderen Fernsehauftritt, wahrscheinlich sogar eher auf YouTube, gesehen habe. Und ich bin ja ein großer Fan von LOL, was ja auf Amazon Prime läuft. Und ich glaube, jetzt zu Weihnachten kommt auch so eine Special-Reihe heraus. Und das ist hier auch jetzt sein drittes Programm, was er eben dementsprechend auch selbst spricht. Und es waren knapp 2,5 Stunden Hörzeit, von denen ich Minimum 2 Stunden geschmunzelt und gelacht habe. Und genau deswegen wurde es dann auch zu einem Highlight des Monats und auch zu einem Hörgenuss. Wir haben hier schon eher so eine Art Stand-Ups, die durch das freie Reden sehr überzeugt haben. Also man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwas abgelesen wird oder auswendig gelernt wurde, sondern es wirkt sehr spontan, es wirkt sehr authentisch. Und ich mochte es, diesen Gedankengängen von Thorsten Sträter zu folgen. Denn seine Gedankengänge zeigen sich sehr häufig so wie meine, dass man über Thema 1 nachdenkt,
dann irgendwie einen Umweg zu 2, zu 3, dann kommt man zu 4, zu 5, dann denkt man nochmal, ach, ich wollte zu 1 und dann ist man aber wieder bei 7, nochmal zu 3 und fragt sich dann irgendwann, wie kam ich eigentlich hier hin? Ja, geht mir tatsächlich auch des Öfteren so und ich fand das hier super unterhaltsam, wie er zu manchen Gedanken kam und ich mochte die Wortspiele, die er gewählt hat und ich finde auch einfach schon allein den Titel Schnee, der auf Zaranfeld wunderbarst abgekupfert sozusagen von Schnee, der auf Zedern fällt, von David Gutterson. Und ja, das hat mich natürlich direkt dran erinnert. Also für mich wirklich ein Highlight, hat mich richtig gut unterhalten. Ich habe schon lange nicht mehr wirklich so viel gelacht. Ich mochte den trockenen Humor, ich mochte die Wortspiele, ich mochte die Themen, die so aus dem Leben gegriffen sind. Das ist absolut mein Humor und hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht. Und ja, schaut euch meine etwas ausführlichere Rezension gerne im Hörgenuss an, den ich euch unten verlinke. Ja, ich fand es einfach großartig. Also ich habe wirklich gelacht und ich glaube, der Bus, das war auf der Busreise, der hat an mancher Stelle gedacht, oh Gott, was ist denn das für eine Verrückte, die hier sitzt. Ja, das ist natürlich richtig. Also von daher, ja, schaut da gerne mal vorbei. Ja, dann das letzte Buch jetzt aus diesem Clip ist Der Knochensplitterpalast. Die Tochter ist der Auftakt einer Trilogie von Andrea Stewart. Habe ich auch auf der besagten Reise im Bus gehört und war dann nach dem Lachprogramm auf der Heimreise definitiv das ihre gediegenere Fantasy-Unterhaltung. Es ist der Auftakt der Drowning Empire Trilogie und der dritte Teil erschien jetzt im Grunde auch im September und ich habe das Hörbuch als Rezensionsexemplar erhalten. Sprecher sind Vanida Karun, die ich sehr gerne mag und ich fand auch Elmar Berger und Rubina Naht sehr gelungene Sprecher. Also sie haben ihren drei Perspektiven, ihren drei Charakteren wirklich ganz toll die Stimme geliehen. Wir begleiten in dieser Welt, in dieser Fantasy-Welt drei ganz unterschiedliche Charaktere. Zum einen Lynn, sie ist die Tochter des Kaisers und lebt mit ihrem Stiefbruder auch im Palast. Und dieser wird durch die Knochensplitter und die Magie, die davon eben ausgeht, auch angetrieben. Meist sind diese Knochensplitter, also die Menschen, von denen wir im Grunde diese Magie beziehen, eher naiv und auch sehr folgsam. Und sie sind auch in gewisser Weise abhängig vom König. Anders als es eben die normalen Menschen sozusagen sind. Die Magie kostet aber diesen Knochensplitterträgern das Leben, denn diese werden vom Schädel genommen und die Menschen erkranken sehr häufig daran, wenn auch nicht immer gleich oder sofort, sondern eher verzögert, ist das eben wirklich ein Opfer, was diese Knochensplitterträger im Grunde für den Kaiser, für diese Magie hergeben. Sie ist die Erbin des Reiches und hat nach schwerer Krankheit ihr Gedächtnis mehr oder weniger verloren. Und wir gehen jetzt mit ihr gemeinsam auf die Suche danach. Und während wir suchen, haben wir eine Insel, die durch ein Beben im Meer versinkt und treffen dann auf Jovis, der diesem Beben nur ganz knapp entkommen ist und als Schmuggler auf einem kleinen Boot flüchten kann. Und er rettet dabei einen kleinen Jungen und auch ein seltsames Tier, welches durch ihr Schicksal Kaiserrauch so ein bisschen auch verändern können. Und dann treffen wir auch noch auf Ranami. Die Namen sind definitiv etwas gewöhnungsbedürftig, besonders auch noch, wenn man es hört. Aber irgendwann hat man sich dran gewöhnt. Sie gehört zu den Rebellen im Kaiserreich und möchte zusammen mit ihrem geliebten Falu auch endlich etwas bewegen, endlich vorankommen und eben auch ihren Zielen nachkommen. Und so haben wir wirklich ganz unterschiedliche Charaktere, die wir hier begleiten, an ganz unterschiedlichen Stellen im Land, im Reich und auch, ja, was ihren Status angeht und ihre Ziele. Es war sehr, sehr spannende Fantasy, die eine wahnsinnig gut durchdachte Magie hatte. Ich mochte das System unglaublich gut. Es waren sehr einnehmende Charaktere, auch wenn es am Anfang definitiv schwer und holprig war, da hineinzukommen. Und leider auch eine der Perspektiven schon eher eine etwas langweiligere für mich ist. Also wir hier definitiv auch ein paar Längen haben. Ich fand schon, dass das Buch ein Fantasy-Buch ist für Anfänger. Es ist schon sehr locker, es ist sehr leicht, es ist nicht zu bildhaft, nicht zu ausgeschmückt, hat nicht zu viele Details.
Was ich persönlich schade fand, aber ich glaube, für Fantasy-Einsteiger ist das tatsächlich ganz gut gemacht. Ich würde hier nur den Tipp vielleicht geben, sich einfach so ein bisschen mal ein paar Namen zu notieren, wo die sich befinden, und ich glaube, dann kommt man tatsächlich ganz gut voran. Ich glaube, das Problem auch so ein bisschen mit den Namen war bei mir, ich habe gehört und bin manchmal so ein bisschen durcheinander gekommen, wer ist wer. Zumindest so die ersten, ja, 2, 2,5 Stunden im Hörbuch. Dann war ich irgendwann im Flow und saß ja im Bus, habe die Landschaft draußen genommen, bis es dunkel wurde, und habe dann eben auch einfach gelauscht. Also definitiv Fantasy für Anfänger, vielleicht helfen so 2, 3 kleine Notizen. Die Magie und das ganze System dahinter fand ich einfach nur mega. Es ist sehr detailreich erklärt, es kommt immer wieder zum Vorschein, ist immer wieder Thema, wird uns immer wieder näher gebracht, und ich mochte das. Ich fand das richtig, richtig toll, dass wir hier mal wieder so diese Magie in Fantasy haben, die auch wirklich etwas bewegt und die nicht einfach nur da ist und wirken kann, sondern die eben auch im Zusammenhang mit Dingen steht. Und das mochte ich wahnsinnig gerne. Der Start war für mich ein bisschen holprig, und ich fand eben auch so die eine Perspektive ein bisschen langweiliger, beziehungsweise ja, hat es sich für mich da einfach ein bisschen länger angefühlt, als es bei den beiden anderen Perspektiven waren. Es gibt für mich auch ein bisschen zu viel an Problemen, auch gerade in den kurzen Zeiten, und dann sind die Probleme aber oftmals gar keine mehr. Also sie werden zu einem Thema gemacht, dann vergeht ganz kurze Zeit und dann ist das aber gar kein Thema mehr. Also zum Beispiel auch Verletzungen. Die sind dramatisch und werden beschrieben, und gefühlt 2 Minuten später wird aber dann wieder aufs Pferd gestiegen und die Verletzung ist passé. Und das finde ich in der Kontinuität immer ein bisschen schwierig. Ich hatte so das Gefühl, dass da nicht ganz so drauf geachtet wurde. Man muss auch sagen, es ist hier der Auftakt einer Trilogie. Natürlich muss der Spannungsbogen in Gänze hochgehalten werden, aber natürlich auch in den Passagen. Das fand ich ein bisschen schade, dass man so über manche Dinge ganz so schnell in der Erzählung weggegangen ist. Konflikte waren besonders im letzten Drittel sehr stark vertreten. Da muss man aber auch sagen, sie waren nicht immer alle so logisch gelöst. Also man musste manchmal schon so ein bisschen wegsehen, was dann auch so die Machtverteilung am Ende anging. Es ging manchmal einfach zu schnell. Also wo sie bei der einen Perspektive für meinen Gefühl so ein bisschen zu viel ausgeholt hat, wurde sie am Ende ein bisschen zu geschwind. Aber alles in allem wirklich eine wunderbare Geschichte, eine wunderbare Welt, die mich aber einfach mit den kleinen Details nicht so ganz abholen konnte. Die Charaktere selbst sind sehr einnehmend und sie sind auch sehr vielschichtig und vielseitig dargestellt. Die Handlungen auch wirklich ganz gut gezeigt. Allerdings ist es sprachlich schon sehr einheitsbezogen. Reihmäßig. Also es gibt keinen großen Unterschied, ob ich jetzt die Tochter des Kaisers bin, ob ich die Rebellin bin oder eben gar der hier vom Boot geflüchtet bin, also ob ich Jovis bin. Und das passt für mich nicht. Ne? Tochter des Kaisers wird immer anders reden als eine Rebellin oder gar eben dann jemand, der sich als Schmuggler irgendwie von der Insel rettet. Und das finde ich so schade, weil man da so viel nochmal eigene Stimme geben könnte. Und ja, es funktioniert im Hörbuch ganz gut, weil wir ja auch 3 unterschiedliche Stimmen haben und somit auch immer wissen, wer wir sind. Aber so sprachlich würde ich mir das einfach wünschen. Und ich frage mich, ob das wirklich einfach so schwer ist, ob da wirklich mein Anspruch zu hoch ist. Sagt es mir gerne mal in den Kommentaren. Ich mochte Lynn mit den Intrigen am Palast wirklich am meisten. Hier haben wir ganz viel Spannung, tolle Charaktere. Ich fand sie einfach großartig, wie sie da so ihre Frau steht und auch für sich einsetzt. Jovis war mir leider ja so für seinen Stellenwert an mancher Stelle ein bisschen zu naiv und er lief auch gefühlt ohne jegliches Bedenken und Gedankengut irgendwie in seine Probleme. Das hat mich manchmal schon ein bisschen genervt. Und Ranami und ihren geliebten Falu mochte ich auch sehr gerne. Ich fand auch die Perspektive der Rebellen sehr spannend, da sie eben uns auch die Welt nochmal von einer ganz anderen Seite gezeigt haben und so das Ganze dieses Reiches präsentieren. Also wir haben den Königshof und dann eben auch die Rebellen von außerhalb und dann natürlich auch noch den Schmuggler, den ich einfach nicht ganz so spannend fand. Alles in allem schon irgendwie eine runde Geschichte. Werde ich die Reihe weiterverfolgen? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, dazu hat mich der erste Teil nicht highlightmäßig begeistert. Ich habe einfach doch so an mancher Stelle so das ein oder andere Gefühl, wo ich denke, es hätte man noch ein bisschen anders, noch ein bisschen besser, vielleicht auch den Fokus ein bisschen verlagern können.
Man soll ja niemals nie sagen, aber ich hatte tatsächlich nach Abschluss des ersten Bandes jetzt nicht das Gefühl, ich muss direkt weiterlesen, wie es ja zum Beispiel bei Stadt ohne Wind war. Obwohl ich so von den Punkten, von den Sternen eigentlich eine ähnliche Vergabe habe, hat es mich da definitiv ein bisschen mehr hingezogen, als es jetzt tatsächlich beim Knochensplitterpalast der Fall ist. Wobei, wie gesagt, ich so für mich selbst bekommen, haben beide Bücher so ja 4 Sterne bekommen, aber beim Knochensplitterpalast würde ich sagen, es ist jetzt gut so. Ich habe nicht so den Drang weiterzulesen, vor allem weil ich auch diese Perspektiven, diese Länge bei Jovis, vielleicht hat mich das tatsächlich so ein bisschen gestört. Wobei das Magiesystem, vielleicht muss ich da auch einfach nochmal drüber denken. Aber ja, für Fantasy-Anfänger definitiv sehr, sehr gut geeignet und auch sonst wirklich gute Unterhaltung, die mich sehr gut auch auf der Reise begleitet hat und der ich sehr gerne gelauscht habe. Und ja, ich glaube, viel mehr gibt es jetzt zu den Büchern gar nicht zu sagen. Mal sehen, was jetzt noch als nächstes kommt. Wir beginnen, ich glaube, tatsächlich mit dem ersten haptischen Buch des Monats, wenn ich mich nicht täusche. Es ist das Mysterium der Tiere von Carsten Brensing. Ein Buch, was jetzt schon ein ganzes Weilchen bei mir auf dem Sub war. Mich hat der Klappentext sehr, sehr angesprochen. Und ich bin einfach ein Freund von Büchern über Tiere, in denen Tiere eine Rolle spielen, wo man noch ein bisschen was erklärt bekommt, wo man etwas mitnehmen kann. Und dementsprechend habe ich mich darauf auch sehr gefreut. Was sie denken, was sie fühlen, ist der Untertitel. Und man muss mich gar nicht überzeugen, dass Tiere fühlen und denken einfach nur auf einer anderen Ebene wie wir. Aber das war jetzt nicht sozusagen der ausschlaggebende Punkt für mich für dieses Buch, sondern tatsächlich eher so ein bisschen dieses Wie. Das finde ich tatsächlich ganz spannend. Ja, das Buch ist unterteilt in 8 Haupt- und 33 Unterthemen, die mehr oder weniger aufeinander auch aufbauen. Wir beginnen direkt mit dem Sexualleben der Tiere, was ich irgendwie ein bisschen unpassend fand und mich wirklich gefragt habe, braucht man das in einem Buch so ganz dringend als Beginn eines Buches? Aber ja, es ist halt so, dass dieses Thema, ja, Sex Sells, wie man so schön sagt, das war hier so der Einstieg ins Buch, den ich ein bisschen merkwürdig und auch ein bisschen unpassend irgendwie fand. Aber ja, es sind hier Verhaltensbeobachtungen, die an ganz unterschiedlichen Tieren zeigen, dass Tiere eben empathisch sind, Gefühle haben, mitfühlend sind und auch einfach sehr ähnlich sind. Und ich glaube, umso mehr wir Menschen daran glauben und es dann eben auch wissenschaftlich belegt bekommen, dass Tiere uns ähnlich sind, umso schützenswerter finden wir diese. Denn ich glaube, keiner oder nur wenige Menschen zweifeln daran, dass unsere Katzen und Hunde empathisch sind und Gefühle haben, zweifeln das aber vielen anderen Tieren an, beziehungsweise nehmen, also ja, möchten sich darüber auch gar keine Gedanken machen, dass ihre Kuh, die da jetzt als Steak auf dem Teller liegt, vielleicht auch Gefühle hatte. Und wie auch immer. Aber wir Menschen sind ja sehr gut in der Verdrängung. Also von daher, ja. Die Verhaltensbeobachtungen sollen uns das aber ein bisschen näher bringen. Und es gibt hier sehr viele Informationen zu unterschiedlichsten Tierkulturen, Gemeinschaftsverbänden, zum Denken und zum Fühlen. Und das wirklich auch zu großen Teilen wissenschaftlich belegt, beziehungsweise auch in diesen Beobachtungen eben wahrgenommen. Und ich fand es wirklich sehr spannend, welche Tiere hier ausgewählt wurden, wie man sich diese Familienbände angeguckt hat, diese Gemeinschaftskulturen, das fand ich richtig spannend. Und es gibt auch natürlich ein bisschen was zur Krone der Schöpfung, wenn man sie so nennen möchte, so wird sie hier drin bezeichnet, zum Menschen und auch Bezüge dazu. Und das fand ich tatsächlich auch so ein bisschen merkwürdig, aber dazu später. Es gibt auch sehr viele Fotos in diesem Buch, die so innerhalb auch auf verschiedensten Seiten einfach mal ein bisschen eingebaut sind. Funktioniert, glaube ich, relativ gut im haptischen Buch. Ich glaube, als E-Book wäre das ein bisschen schwieriger. Also hier beobachten wir dann auch einen Bären. Aber sie unterstreichen tatsächlich die Beobachtungen so ein bisschen. Sollte eben nicht jemand wissen, wie ein Braunbär zum Beispiel aussieht, der sein Kleines auf dem Rücken hat. Ja, wie ihr merkt, das Buch hat mich nur so bedingt begeistert und unterhalten. Es gibt am Ende wahnsinnig viele Quellen. Es sind Seiten über Seiten mit Quellen und das dachte ich, oh, es ist so eine echte Zusammenführung von ganz viel, was andere eigentlich herausgefunden haben, was jetzt auch nicht schlecht ist. Aber ja, es gibt interessante Fakten, das möchte ich gar nicht abstreiten. Und es gibt eben auch diesen Zusammenhang, der ganz gut ist, der eben über diese wissenschaftliche Seite kommt, wo eben Dinge zusammengeführt werden, damit man ein größeres Verständnis bekommt. Und das hat Carsten Brensing ganz gut gemacht. Die Zusammenhänge waren auch spannend, aber
die Umsetzung war irgendwie nicht so ganz meins. Es war irgendwie okay. Es ist sehr leicht geschrieben. Es gibt viele interessante Aspekte, die gut ausgearbeitet wurden. Es gibt aber keinen so richtigen roten Faden, beziehungsweise auch wenig Logik, der man irgendwie folgen könnte. Die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kapiteln, den konnte ich irgendwie, ja, hab's nicht verstanden, warum das eine Kapitel auf das andere folgte, was es unbedingt miteinander zu tun hat und warum es in dem Hauptthema auch oft diese Unterthemen hatte, die gefühlt nicht zum Hauptthema gepasst haben. Aber ja, Grammatik und Satzbau, da muss ich tatsächlich sagen, fand ich eher wünschenswert. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ist, glaube ich, aber schon ein deutscher Autor gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hätte ich jetzt vom Namen auch, habe ich jetzt gar nicht geguckt, genau. Er war wissenschaftlicher Leiter des Deutschlandbüros und internationalen und Delfinschutzorganisation. Initiative, Tieren Persönlichkeitsrechte zu geben. Ja, also hier grammatikalisch und rechtschreibtechnisch bin ich schon immer mal über sehr merkwürdige Sätze gestolpert. Fand ich manchmal ein bisschen schwierig. Kam mir zu oft vor. Und auch vieles, was er wissenschaftlich erzählen wollte, war manchmal zu flapsig. Also ich hätte mir bei dem Thema ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit gewünscht. Aber vielleicht hilft einem diese flapsig humorvollere Art manchmal, das ernste Thema doch irgendwie zu greifen. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, die sogenannten Nutztiere, den Begriff mag ich gar nicht, die kamen für meinen Begriff ein bisschen zu kurz. Die scheinen scheinbar nicht ganz so schützens- und liebenswert zu sein, aber ich möchte Carsten Brenzing gar nicht abstreiten, dass er sich für Tiere einsetzt, dass er für die Tierrechte steht, dass er sich dafür einsetzt, dass diese eben auch ein Grundrecht bekommen. Aber sie wurden so kurz behandelt, die Nutztiere. Mir war es fast ein bisschen wenig, weil gerade über Kühe und Schweine und auch Gänse, Hühner, kann man so viel sagen, wie ich als Kind Hühner beobachtet habe bei den Nachbarn meiner Uroma und wie ich die gefüttert habe, wie die mit mir agiert haben, wie viel Empathie ich für diese Hühner hatte und seitdem im Übrigen auch kein Hühnchen mehr gegessen habe, weil ich gar nicht verstanden habe, warum ich hier mit ihnen spiele und irgendwie mit ihnen was mache, sie füttere, sie beobachte und dann waren sie auf dem Teller. Ginge mein Kinderkopf irgendwie nicht rein, aber das ist nochmal was ganz anderes. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil man eigentlich an diesen Tieren sehr gut schon zeigen kann, ohne dass man irgendwelche Bären oder Giraffen oder Elefanten hernimmt. Die sind uns vielleicht so auch von den Orten her ein bisschen näher und man kann einem Kind, glaube ich, auf einer Weide eine Kuh viel besser erklären, als man es mit einem Elefanten irgendwo im afrikanischen Urwald könnte. Aber das nochmal, ja, wie ihr seht, ich bin tatsächlich ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube schon, dass dieses Buch hilft, wenn jemand ganz neu an diese Thematik herangeht, dass der Leser dann auch irgendwie so einen Aha-Moment hat und auch diesen Moment hat und merkt, okay, ich möchte Tiere schützen, ich möchte für sie Rechte haben, denn nur wir haben die Stimme, die wir den Tieren geben können. Sie haben keine eigene. Und ich glaube, umso mehr der Mensch begreift, dass die Tiere uns sehr ähnlich sind, manchmal vielleicht sogar besser wie wir, das möchten wahrscheinlich nur sehr wenige hören, denn der Mensch ist für mich eigentlich das brutalste Raubtier überhaupt auf der Welt. Umso mehr der Mensch gleich begreift, dass Tiere uns ganz ähnlich sind, Gefühle haben, Emotionen haben, Familien haben, lieben und auch Schmerz empfinden, umso mehr versteht, glaube ich, der Mensch auch, dass das nicht richtig ist, was auf dieser Welt gemacht wird. Und ja, ich meine, das Problem ist natürlich auch, dass wir schon zu unserer eigenen Spezies nicht immer nett sind. Also darüber muss man, glaube ich, gar nicht, und dass wir uns so blenden lassen, ja, und auch Katastrophen ausblenden, Notlagen und uns ja auch nicht jeden Tag mit den schlimmen Geschichten dieser Welt beschäftigen, weil das unser Gehirn auch gar nicht verarbeiten könnte. Also wenn man da an viele, an die Kriegssituationen, Hungerkatastrophen und so weiter denkt, das nehmen wir ja wahr und wir tun bestimmt auch ganz viel, jeder Einzelne, was er eben kann. Aber wie ist da zu erwarten, dass dann jemand auch noch zur Tierwelt nett ist? Es gibt schon einige Argumente, die er hier drin im Grunde ausnockt, warum wir scheinbar über dem Tier stehen und die Rechte der Tiere treten können, die ich auch gut fand. Aber ich bin wirklich hin und her gerissen, denn auch die wissenschaftlichen Zusammenhänge, da geht er mir einfach nicht tief genug. Und vielleicht bin ich auch nicht die Zielgruppe, weil ich schon so tief irgendwo in diesem Thema drin bin. Ich kann es irgendwie schon nachvollziehen, warum man ein bisschen oberflächlicher ist, um vielleicht mehr Menschen abzuholen. Aber
Gerade die Tiefe hätte halt mich doch mehr interessiert. Ja, also wie ihr merkt, ich bin da so ein bisschen nur hin und her gerissen. Am Ende plädiert er definitiv dafür, dass es Rechte geben muss für die Tiere. Und es gibt ja auch immer wieder Petitionen, die das im Grunde anregen, an denen ich auch teilnehme. Und ja, ich glaube, für jemanden, der sich noch nie oder nur wenig über die Gefühle von Mensch und Tier Gedanken gemacht hat, ich glaube, der ist hier richtig, um auch so ein bisschen den Vergleich herzustellen, wie der Mensch, so das Tier, auch wie unterschiedlich die Tiere sind und was sie da so besonders liebenswert und schützenswert macht. Aber ich weiß auch nicht, ich fand's okay. Beenden wir es damit mit, das Buch war okay, es hatte einige sehr positive Seiten und jetzt kleben hier meine Seiten zusammen, aber eben auch so Dinge, wo ich einfach nur auch mit dem Kopf schütteln konnte und der rote Faden wäre, glaube ich, ganz schön gewesen. Ach, viel zu lange über dieses Buch geredet. Das nächste Buch ist Frau Komachi empfiehlt ein Buch von Michiko Aoyama. Hier haben mich Cover und Klappentext sofort angesprochen und ich war sehr happy, als mir dieser Bestseller aus Japan dann auch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde. Ich muss schon von vornherein sagen, ich hatte eine ganz andere Vorstellung von diesem Buch und das hat es mir nicht immer einfach gemacht. Denn wir haben hier fünf unterschiedliche Geschichten von Menschen, die irgendwie unzufrieden sind mit ihrem Leben, mit ihrem Job, mit der Gesamtsituation und dann eben in eine Bibliothek gehen, um irgendwie eigentlich ein Buch zu finden zu einem Thema. Dann auch immer mal noch gefragt werden von der Bibliothekarin von Frau Komachi und dann eben nochmal ein Buch mitbekommen, um eben ihr Leben zu verändern. Wir haben zum Beispiel eine junge Frau, die unzufrieden ist mit ihrem Job, den auch recht sinnlos findet und dann eigentlich wegen einem ganz anderen Thema, nämlich weil sie sich bewerben möchte, weil sie sich in Excel fortbilden möchte, geht sie in die Bibliothek und möchte eben einen Excel-Ratgeber und dann bekommt sie eben auch noch ein anderes Buch mit, was dann ihr Leben verändert. Wir haben auch einen Rentner, der einfach unzufrieden ist mit seinem Lebensabend im Ruhestand und ja, auch der bekommt ein Buch empfohlen, was ihn irgendwie zum Umdenken bringt. Und alle finden den Weg in die Bibliothek und alle haben tatsächlich auch irgendwie ein Anliegen. Ja, natürlich aus einer großen Masse Menschen sind fünf Leute jetzt nicht viel und dass wir die zufällig auch noch begleiten, ist natürlich gar nicht so zufällig. Und ja, Frau Komachi stellt eben immer eine passende Frage und findet dann eben auch immer ein Buch, was dazu passt und was dann den Lesenden dazu bringt, etwas zu verändern. Was ich ein bisschen schade fand, ist, wie Frau Komachi beschrieben wurde und dass sie scheinbar eine sehr dicke Frau ist, die ständig nur mit Wolle Filz strickt oder von, mit dem Filzen von Wolle so rum beschäftigt ist. Und ich weiß nicht, ob das eine Anspielung auf Buddha sein sollte, aber ja, auch hier bin ich irgendwie etwas zwiegespalten. Es war schon eine sehr interessante Story mit ganz unterschiedlichen Charakteren, die sprachlich ein bisschen distanziert gewirkt hat, was man aber sehr oft aus dem asiatischen oder auch japanischen Raum kennt. Und es war einfach anders als erwartet. Denn ich habe erwartet, dass wir Frau Komachi treffen, dass wir ihre Lebensgeschichte bekommen, dass wir dann eben die Lesenden dazu bekommen und uns ihre Geschichte anhören und dann eben Frau Komachi daraus etwas zieht und dann eben ein Buch empfiehlt und vielleicht sogar uns ein Buch empfiehlt und ha, das habe ich nicht gekriegt. Nein, ich habe bekommen fünf Charaktere, die nicht so richtig mein Fall waren, die eigentlich gar keine echten Probleme hatten, geschweige denn dafür ein Buch gebraucht hätten. Also gut, wenn man natürlich Excel-Probleme hat, hilft ein Buch. Aber für das eigentliche Problem dahinter hätten sie einfach nur einen Impuls gebraucht, einen Anstoß. Und das war halt hier ein Buch. Und es sind so selbst hausgemachte Themen, wie man sagt, die man auch ohne jedes Buch einfach hätte angehen können und vielleicht sogar lösen können. Und die Charaktere waren alle selbst mitleidig. Ich fand das wahnsinnig anstrengend. Die waren weinerlich und es hat sich überhaupt nicht so richtig realistisch angefühlt, dass jemand wegen so einem scheinbar banalen Grund ständig an sich zweifelt, ständig dem Tränen nahe ist, ständig Probleme hat. Und ja, jetzt könnte man sagen, vielleicht waren diese Personen ja alle schon in der Depression und sind deswegen nicht mehr rausgekommen. Ja, den Gedanken habe ich mir auch gestellt, wirklich. Aber das würde manchmal die Antriebslosigkeit und das Gedankenspiel und das Dunkle erklären. Aber dafür war es viel, viel, viel zu oberflächlich. Und ich habe irgendwo gelesen,
dass man hier so einen Bezug zieht, auch zu dem Buch, die Bibliothek, die Lebensbibliothek von Matt Haig, fragt mich nicht mehr, wie das Buch hieß. Und auch da war ja mein Problem, dass die Protagonistin definitiv depressiv war, es aber so flapsig und banal und oberflächlich bearbeitet wurde. Und sollten wir hier jetzt wirklich 5 Charaktere haben, die depressiv sind, dann möchte ich das als Leser wissen. Denn dann sind mir diese Menschen viel sympathischer, da habe ich viel mehr Empathie, als wenn ich einfach so selbstmitleidende, nicht problemvorhandene Menschen habe, die, ach, ich fand es sehr anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich hätte dann auch nicht zu diesem Buch gegriffen, wenn es eben von vornherein klar gewesen wäre, dass es eigentlich um diese 5 Menschen geht und nicht um Frau Komachi, weil der Titel verrät ja definitiv was anderes und auch der Klappentext hat was anderes gesagt, aber okay. Sollten Sie Depressionen haben, dann tun mir meine Worte sehr leid. Es sind ja nur fiktive Charaktere. Aber für mich hat es nicht diesen Anschein gemacht und deswegen fand ich diesen Aufzieher einfach nicht sehr richtig gut. Es war schon sehr flach, es war nicht sehr tiefgründig. Das hätte mir viel, viel besser gefallen. Da hätte ich mich viel mehr reinfinden können. Ich fand aber tatsächlich Frau Komachi schon einen sehr sympathischen Charakter. Ich mochte, dass die Geschichte schon sehr flüssig ist, dass es auch sehr modern war, dass es gute Dialoge gegeben hat, dass es verständlich war. Ich mochte auch dieses etwas Distanzierte, wobei man dann natürlich wieder sagen kann, vielleicht wäre ich näher dran gewesen, ein bisschen empathischer gewesen. Ah, kann man so immer so schlecht sagen. Aber es war schon klassische japanische Literatur, würde ich sagen. Die einzelnen Geschichten waren sehr unterschiedlich dargestellt. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Und es gab eben auch zwischen den Charakteren einfach so diese Grenzen, die sich sehr gut voneinander abgehoben haben, was ich richtig gut fand. Ich mochte die 5 Sichten auf die Geschichten ganz gerne. Ich fand auch die Geschichten schon so ein bisschen interessanter erzählt, trotz dass es eigentlich keine echten Probleme sind. Es ist auch nicht sehr ausgeschmückt, was ich okay fand. Aber ich bezweifle einfach, dass ich in eine Bibliothek gehe, ein Buch bekomme und darauf ändert sich mein Leben. Schön wäre es, wenn man genau dann dieses eine Buch fände. Ich finde das aber einfach sehr fragwürdig, ob wirklich die Lektüre von einem einzelnen Buch, was noch willkürlich mir empfohlen wird, dass das mein Leben zur Gänze verändert und ich nach dieser Lektüre ein anderer Mensch bin. Ja, es gibt Bücher, die geben einen Impulse, die geben einen Gedanken, die geben einen irgendwas mit auf den Weg. Diesen Weg muss ich aber selbst gehen. Und er wird mir nicht weggenommen. Und das fand ich hier eine ganz schwere Aussage. Und ich fand es auch hier nur so okay. Ja, also es war nicht ganz einfach, das so, ja, die Vorstellung, die ich vom Buch hatte, dann mit dem wirklich Gelesenen in Einklang zu bringen. Und das fand ich tatsächlich eigentlich mit am schadesten. Also ich fand es einfach schade. Ist schadeste ein Wort? Kann man schade steigern? Wahrscheinlich nicht. Aber ja, leider nicht so ganz meins. Eher so okay. Aber jetzt auch keine wirkliche Empfehlung. Leider, leider. Und beim nächsten Buch hat mir das Herz wirklich geweint, als ich es auf Seite 220 abgebrochen habe. Und ich glaube, auch jetzt werden viele Herzen weinen. Tintenblut von Cornelia Funke habe ich tatsächlich abgebrochen. Teil 1 war für mich im Januar ein absolutes Highlight. Ich packe euch den Büchermonat Januar auch mal in die Infobox. Und ich wollte jetzt Teil 2 und 3 lesen, bevor der 4. Teil im September, Oktober jetzt erscheint. Ich hatte es hier auch schon mit dem Hörbuch probiert, ich glaube im März oder April. Allerdings ist das so merkwürdig mit Musik vertont, dass ich das nicht lange ausgehalten habe. Und ich hatte ja dann mir auch schon die Bücher gebraucht bei Rebuy oder Medimops bestellt. Teil 3 fliegt jetzt leider ungelesen raus. Teil 4 wird erstmal nicht gekauft und ich finde, fand es einfach nicht gut. Wir haben ja im ersten Teil Maggie und ihren Vater kennengelernt und eben auch diese Welt rund um Tintenwelten sozusagen, wie man in Geschichten eintauchen kann und auch Charaktere aus Geschichten herauskommen. Und wir treffen im zweiten Teil wohl kurz nach dem Beenden des ersten Teils wieder auf Maggie. Der Zauber der Tintenwelt nicht so richtig loslässt und sie dann eben auch in diese Welt gehen muss, weil etwas in der Außenwelt passiert und ihr keine andere Möglichkeit. Und wir dort dann eben auch auf weitere Geschöpfe und Lebewesen aus dieser Welt treffen. Es war einfach nur langweilig. Also es war langatmig, es war
überhaupt nicht mehr das, was ich aus Teil 1 in Erinnerung habe. Ich habe anfangs noch überlegt, ob es daran liegt, dass der erste Band eben jetzt auch schon über ein halbes Jahr her ist. Das ist aber bei anderen Büchern auch kein Problem. Es hatte überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was ich in Erinnerung hatte. Die Charaktere handeln merkwürdig. Sprachlich ist es ganz anders. Es ist total flach, es ist total einfach, es ist überhaupt nicht mehr poetisch. Man spürt die Bücherliebe kaum mehr auf diesen Seiten. Es war schon ausgeschmückt, was ich auch hier im ersten Teil schon mochte, aber es war einfach nur langweilig. Also ich habe mich auf diesen 220 Seiten gelangweilt. Es war wiederholend, es hat sich nicht so angefühlt, wie wenn erst eine Woche vergangen wäre oder vielleicht sogar weniger. Ich kann auch die Beweggründe von Maggie in diese Welt einzutauchen nur so bedingt nachvollziehen. Ja, es war wirklich schade. Es ist irgendwas zwischen Band 1 und 2 verloren gegangen. Ich weiß nicht, ob es an Cornelia Funke liegt oder an mir. Vielleicht auch an beiden. Es war nicht mehr meins. Also Maggie und auch die anderen Charaktere wirkten total blass, überhaupt nicht mehr greifbar, überhaupt nicht mehr, wie wenn sie gleich aus meinem Buch rausspringen, wie noch in Teil 1. Zudem ist diese Welt, in die wir eintauchen, grausam und brutal. Und ich frage mich, ob das für ein Kinderbuch noch so in Ordnung ist. Das wurde uns in Band 1 ja so ein bisschen angedeutet. Ich fand es nicht gut. Ich fand es einfach langweilig. Und es bricht mir wirklich das Herz. Mach mir mal einen Merker bei 220 jetzt raus. Ich wollte es so, so mögen. Ich wollte diese Reihe so, so, so lieben. Aber es ist jetzt erstmal nach Band 2 vorbei. Ja, leider, leider, leider. Und jetzt kommen wir zum letzten Buch des Monats, was ich gestern Abend noch beendet habe, damit ich heute das Video drehen kann. Und theoretisch hat der September jetzt ja auch noch heute und morgen bei mir, also noch 2 Tage. Und selbst wenn ich jetzt noch etwas höre oder lese, dann packe ich es eben einfach in den Oktober. Das ist jetzt für mich überhaupt nicht irgendwie schmerzvoll. Aber ich habe noch diese Woche versucht, Zugvögel zu beenden und habe es gestern auch geschafft. Von Charlotte McConaughey. Das Buch war, als es erschienen ist, vor 2-3 Jahren in aller Munde. Man hat es sehr oft auch auf BookTube gesehen. Es war von vielen ein Highlight, genau 2020. Ich glaube, dann ist es da auch im Fischer Verlag erschienen. Richtig. Und für mich hat es jetzt einfach so ein bisschen in diese Herbststimmung gepasst. Auch wenn bei uns wirklich noch spätsommerliche Temperaturen waren, fand ich es jetzt für den Herbstanfang passend und habe es jetzt auch diese Woche dann gelesen. Die Autorin hat ihre schottische Wurzeln und wuchs in Australien auf und es ist ihr Debütroman. Und man spürt aber, und deswegen wollte ich dann auch nachgucken, was sie beruflich macht, dass sie eigentlich Drehbuchautorin ist, weil dieses Gefühl hatte ich durchaus bei diesem Buch beim Lesen sehr stark. Ja, wir treffen auf die Ornithologin Franny, die das Meer liebt, die die Vögel liebt, und sie möchte nun mit den letzten Küstenseeschwalben mitreisen, wenn die ihre Reise im Grunde fortsetzen und welche sich dann jetzt eben auf den Weg in die Antarktis machen. So rum ist es, in den Norden. Oder in den Süden? Also nach Antarktis reisen wir. Sie ist eigentlich bei ihrer Mutter aufgewachsen, wurde dann aber mal bei ihrem Vater abgegeben, ist dann wieder auf die Suche gegangen nach ihrer Mutter und war sehr ziellos in ihrem Leben. Also sie war im Grunde auch ein Zugvogel, wenn man so möchte, wenn man das so ein bisschen zusammenleiten möchte. Sie nutzt jetzt aber die Chance eben, um auf einem Fischerboot, denen auch die Naturgesetze ausgesetzt sind, mit den Vögeln mitzureisen. Denn wir sind hier in einer zukünftigen Welt. Wir sind ein paar Jahre in der Zukunft und die Welt ist schon eher dystopisch. Die Umweltsünden sind nicht mehr umzukehren oder der Klimawandel ist im Grunde schon spürbar. Und so folgen wir jetzt Franny und eben den Küstenseeschwalben, die einen Rekord halten. Sie sind nämlich der Zugvogel mit der längsten Zugstrecke, die sie zurücklegen. Sie brüten nämlich im Nordpol, in der Region, und überwintern dann am Südpol. Also das heißt, sie fliegen einmal von Nord nach Süd. Und das fand ich mega spannend. Und überhaupt alle Informationen hier über die Küstenseeschwalbe fand ich großartig. Es ist für mich ein sehr aufrüttelndes Buch gewesen, mit spannenden Informationen, nicht nur zur Küstenseeschwalbe, und sag das dreimal schnell, und eben auch einem sehr interessanten Vergangenheitsstrang. Ich
würde nur so einen Punkt abzugeben beim Ende. Und ich glaube, da scheitern sich tatsächlich auch die Geister. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich noch in Erinnerung aus den Rezensionen habe, dass entweder die Leute das Buch als Highlight und das Ende großartig fanden oder das Buch irgendwie so okay fanden und das Ende schrecklich oder wahrscheinlich sogar das ganze Buch schrecklich fanden. Das habe ich auch das ein oder andere Mal gehabt, weswegen das Buch sehr lange bei mir auf der Wunschliste war und dann ja auch ein ganzes Stück länger auch jetzt schon auf dem Sub liegt. Ich glaube auch schon wieder ein Jahr oder sogar länger. Aber gut. Wir haben hier eine dystopische Weltdarstellung. Das muss man ganz klar sagen. Das muss man auch einfach mögen. Die Vorstellung, dass aller Optimismus, aller Tatendrang, den wir nicht zutage führen auf dieser Welt, nichts gebracht hat. Das erreicht uns hier komplett. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Denn man ahnt einfach, was dieser Gegenwart sozusagen vorangegangen ist. Also was die Vergangenheit sozusagen war. Und was wir vielleicht doch einfach mal in unserer jetzigen Zeit begreifen sollten und wie wir sie noch irgendwie verändern. Ich weiß nicht, ob es wirklich aufhaltbar ist, aber zumindest verzögern könnten und was wir hier tun sollten. Artensterben ist in diesem Buch ein sehr großes Thema, was hier auch ganz pragmatisch tatsächlich gezeigt wird. Im Sinne zum Beispiel, es gibt nur noch wenig bis gar keinen Fisch und dementsprechend haben die Vögel keine Nahrung und müssen dann eben wandern. Und es gibt eben auch Rückblicke in die Vergangenheit, die ich sehr gut und spannend fand, also wo im Grunde diese Grundsteine dann auch gelegt wurden, dass es eben keine bessere Welt in dieser Gegenwart gibt. Und ich mochte das sehr. Also ich fand das wirklich toll dargestellt, auch wenn es natürlich eine sehr dramatische Wendung ist und man es vielleicht nicht wahrhaben möchte. Aber ich glaube, so wird irgendwann, vielleicht jetzt nicht in 10, 20 Jahren, die Welt aussehen. Es wird aber zu einem großen Artensterben kommen und das wird ein großes Problem auf unserer Welt. Nicht nur was Fische oder Haie oder die Säugetiere angeht, sondern eben auch zu Land. Also auch das Insektensterben. Es wird zu großen Problemen kommen und die sind hier sehr eindringlich geschrieben. Das macht die Geschichte natürlich von sich aus schon ein bisschen drückender, ein bisschen düsterer. Aber wir haben hier diese wahnsinnig tolle Liebe zu den Vögeln und zu den Küstenseeschwalben. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Wir sind auf dem Meer unterwegs, wir waren auf diesem Fischerboot und das war auch etwas, was ich wahnsinnig gerne gelesen habe. Man spürt, dass die Autorin Drehbuchautorin ist, finde ich. Denn das ist im Stil definitiv erkennbar, wie sie Szenen beschreibt, Dialoge im Grunde wirklich sich sehr lebendig anfühlen und auch diese subtile Spannung, die sie wirklich sehr gut hält, das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich mochte auch den Eindruck mit dieser Liebe zur Natur, zum Meer, ich bin ja selbst so ein Meerkind und auch diese Leidenschaft, Vögel zu beobachten, da zu forschen, das fand ich richtig, richtig toll gemacht. Franny als Charakter war einfach nur schwierig. Ich glaube, wir sollten sie gar nicht so mögen. Sie sollte schwierig und kompliziert sein. Ich glaube, das war auch Ziel der Autorin. Das ist ihr definitiv geglückt. Ich konnte ihren Gedanken, ihren Handlungen nicht immer folgen. Und das ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt. Und auch das Ende. Es war leider nicht mein Ende. Nichtsdestotrotz wirklich eine tolle Lektüre, spannende 400 Seiten mit wahnsinnig vielen Informationen zur Küstenseeschwalbe, die ich einfach spannend fand. Und ich musste dann auch mal danach so ein bisschen googeln, habe mir auch ein bisschen was auf YouTube dazu angeschaut. Und ja, das habe ich heute vor diesem Video getan und auch zwischendrin schon. Und ja, es war wirklich vieles dabei, was ich nicht wusste, was ich auch nicht im Zusammenhang gesehen habe, zum Beispiel mit verschiedenen anderen Arten. Und ich hatte wirklich Spaß an dieser Lektüre. Und wäre das Ende so ein bisschen anders gewesen und Franny ein bisschen anders, dann wäre das tatsächlich wahrscheinlich ein Highlight geworden. Aber ich habe es wirklich sehr, sehr gerne gelesen und muss jetzt mal gucken, ob von Charlotte McConaghy noch irgendwie jetzt was anderes erschienen ist. Ich glaube, irgendwas mit einem Wald, wenn ich mich nicht täusche. Und genau, Zugvögel war ihr Debüt, das war richtig, genau. Werde mir die Autorin auf jeden Fall merken. Und weil ich fand wirklich diese Eindringlichkeit der Naturprobleme, das fand ich wirklich gut. Und ja, man muss in Stimmung sein. Das ist nichts, was man ganz locker leicht so mit wegliest. Es erinnert ein bisschen an John Ironmonger, der ja auch immer sehr eindringlich schreibt, was mit der Natur gerade so schief läuft. Und ja, das fand ich hier auch. Aber richtig gut. Und ich glaube, das Ende liebt man oder man mag es eben nicht. Und ich gehöre leider eher zu der zweiten Fraktion.
Und das waren sie jetzt, die 13 Bücher aus dem September. Also ein sehr bunt gemischter Monat, auch was die Genreverteilung angeht, war gefühlt alles so ein bisschen dabei, was ja im Vormonat noch ganz anders war. Da hatte ich ja, glaube ich, nur so zwei Genres, die mich begleitet haben. Diesmal so gefühlt von allem ein buntes Potpourri. Und ja, ich auch wirklich finde, man spürt, dass wirklich sehr schöne, nachhaltige Geschichten auch mit dabei waren. Das Abbruchbuch tut mir einfach schrecklich leid, aber... Ja, ich bin sehr gespannt, ob ihr eins der Bücher schon gelesen habt, ob ihr da ein bisschen was dazu erzählen wollt. Immer sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Vielleicht tatsächlich auch, wenn ihr Zugvögel kennt oder die Tintenweltreihe, schreibt das super gerne unten mit rein, wie ihr das so ein bisschen findet oder was auch euer Highlight des Monats war, was ihr absolut empfehlen könnt, was euch begeistert hat und wo ihr denkt, das könnte auch was für mich sein. Und das war's jetzt von mir. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.